Herzlich willkommen zu Woche 8 der Vorlesung Business Process Engineering im Wintersemester 21/22. Ich bin Andreas Scharf und heute geht es um SAP-Grundlagen. Und nein, keine Angst, also wir machen jetzt nicht die restlichen Vorlesungen SAP-Grundlagen. Ich habe ja gleich zu Beginn in der ersten Veranstaltung gesagt, dass es im Prinzip mehr oder weniger eine SAP-freie Veranstaltung hier ist. Das ist auch so, aber eben nur im Prinzip. Und wir werden uns heute und nächste Woche so ein ganz kleines bisschen mit SAP beschäftigen. Im Grunde genommen so was richtig SAP-spezifisch ist, aber eigentlich nur heute, weil ich das trotzdem für wichtig halte, dass ja, ihr mal gesehen habt, wie so eine SAP-GUI aussieht. Ich meine, immerhin ist SAP eines der größten deutschen Softwarehäuser und eben auch weltweit. Ist ein aktiennotiertes Unternehmen. Da kann man ruhig schon mal gesehen haben. Ein börsennotiertes Unternehmen, da kann man ruhig schon mal gesehen haben, wie quasi, ich sag mal so, die SAP-Oberfläche, wenn man so möchte, wie die dann aussieht. Ich habe heute ein bisschen Verstärkung mitgebracht, den Tobias Müller, den werdet ihr dann gleich auch sehen, und den Marvin Krupal, den seht ihr jetzt schon, der hat sich dankenswerterweise in den Call eingewählt, das heißt, der macht das, ich glaube, du sitzt im Büro, wenn ich das richtig sehe, Marvin. Hervorragend, genau. Die beiden unterstützen mich heute. Der Marvin wird ein kleines bisschen was zu SAP S/4 zeigen, zum Beschaffungsprozess. Und der Tobi, der sitzt hier neben mir, den könnt ihr noch nicht sehen. Der wird ein kleines bisschen was zu Fiori und insbesondere dann eben auch als Vorbereitung für die Hausaufgabe erzählen. Weil das heute ein bisschen komplizierter ist, hoffe ich, dass das mit der Aufnahme alles ohne Probleme klappt. Das heißt, die, die jetzt hier sind, haben auf jeden Fall den Vorteil, das mindestens einmal gesehen zu haben. Und dann eben nicht von einer eventuell kaputten Aufnahme ja, irgendwie benachteiligt zu sein. Schauen wir mal, wir tun unser Bestes, um das dann am Ende alles zusammenzuschneiden. Letztes Jahr hat das gut geklappt, wollen wir mal gucken, ob das dieses Jahr auch so gut klappt. Vorab noch ein kleines bisschen was Organisatorisches. Ich wurde freundlichst darauf hingewiesen, dass ich euch darauf hinweise, dass ihr euch doch bitte bis zum 16.12. Für diese Prüfung anmeldet. Falls ihr das nicht tut, weiß ich nicht, was passiert. Dann wird es wahrscheinlich kompliziert, da muss man euch irgendwie nachmelden oder so. Das heißt also, jeder und jede, die sich jetzt noch nicht angemeldet hat, bitte macht das doch vielleicht jetzt nebenher oder so oder meinetwegen direkt im Anschluss an die Vorlesung. Sonst können wir euch leider keine Note für die Veranstaltung geben und das wäre natürlich extrem schade. Des Weiteren, ihr solltet eigentlich alle eine E-Mail bekommen haben, und zwar für einen User-Account in dem GitLab bei uns bei der Octavia. Das ist notwendig, um die nächste Aufgabe bearbeiten zu können. Also wir machen da eben so ein kleines bisschen Quelltext, sollt ihr schreiben, beziehungsweise für diese Aufgabe ist es noch nicht so richtig viel Schreiben. Schreiben kommt dann nächste Aufgabe. Aber auch für die aktuelle Aufgabe sollt ihr schon was einchecken. Und damit das nicht so wahnsinnig kompliziert wird und ihr euch selber überlegen müsst, hey, wo kriege ich denn jetzt ein Repository her, waren wir mal so frei und haben euch einfach ein Projekt bei uns angelegt. Und ja, haben euch eben Zugriff auf euer jeweils eigenes Projekt gegeben. Deshalb solltet ihr eine E-Mail bekommen haben, und zwar an die E-Mail-Adresse, die ihr bei uns angegeben habt, als ihr euch gleich am Anfang für die Veranstaltung bei uns bei der Octavia angemeldet habt. Falls ihr keine E-Mail bekommen haben solltet, bitte meldet euch direkt bei der WPE-Adresse. Dann müssen wir danach schauen, was da schiefgegangen ist. Und ansonsten, wenn ihr die E-Mail bekommen habt, bitte setzt euer Passwort und versucht euch mal einzuloggen. Schaut, ob ihr Zugriff auf genau dieses eine Projekt habt. Und wenn das alles funktioniert, dann zwei Daumen hoch, dann seid ihr schon mal ziemlich weit. Okay. Ich würde sagen, dann starten wir auch direkt in die heutige Veranstaltung. Ich werde jetzt vorab so ein kleines bisschen was allgemein zu SAP erzählen, bevor dann der Marvin übernimmt, um euch dann so ein kleines bisschen ja, Einblick in die grafische Benutzeroberfläche von so einem SAP S/4-System zu geben. Also angefangen hat das alles 1972 mit den fünf Unternehmern Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Hans-Werner Hector, Klaus Tschirer und Klaus Wellenreuther. Ich denke, also ich bin mir nicht sicher, aber den meisten von euch wird wahrscheinlich Hasso Plattner tatsächlich ein Begriff sein vom Hasso Plattner Institut. Daher hat das Institut tatsächlich auch seinen Namen. Also einer von diesen SAP-Gründern, nach dem wurde dann eben auch so ein Institut benannt. Früher war das die sogenannte Systemanalyse Programmentwicklung GbR. Ja, also wie alle Unternehmen hat auch die SAP irgendwann mal ganz klein angefangen.
mit einer GbR, war also keine AG oder eine GmbH oder was für Rechtsformen man heute sonst noch so kennt von größeren Unternehmen, sondern eben eine ganz kleine GbR. Und heute steht SAP aber für Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. Falls ihr euch also mal fragt, was denn SAP heißt, hier ist die Lösung. Klingt natürlich, wenn man das jetzt mal so ein bisschen rückblickend betrachtet, vielleicht so ein ganz kleines bisschen angestaubt. Das liegt aber halt ein Stück weit daran, dass SAP schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. SAP ist Marktführer für Unternehmenssoftware und insbesondere was ERP-Software angeht, ja, also Enterprise Resource Planning, also alles, was damit zu tun hat, da ist SAP tatsächlich Marktführer. Und das Hauptziel ist eigentlich die steigende Komplexität, die andere Unternehmen haben oder die ein Unternehmen hat, wenn es denn zum Beispiel ein produzierendes Unternehmen ist, zu minimieren. Ja, also das gibt da ziemlich viele Hürden, softwaretechnischer Natur, aber eben auch, wenn man jetzt gerade jetzt bei einem produzierenden Unternehmen, daran kann man es halt ziemlich schön zeigen, und dann, das wird Marvin auch zeigen, wenn man ja, ein Produkt herstellt, wofür man verschiedene Materialien braucht, die von verschiedenen Herstellern kommen, die je nach Preis aber auch von verschiedenen Herstellern bezogen werden können, und all diese Dinge. Das wird relativ schnell sehr kompliziert. Das macht man heute natürlich nicht mehr manuell. Und insbesondere, wenn ich größere Stückzahlen produziere, macht man das nicht mehr manuell, sondern dafür verwendet man Computersoftware. Und ein Ding, was man da eben verwendet oder eine Art von Software, sind ERP-Systeme, also Enterprise Resource Planning. Also alles, was mit Logistik zu tun hat, was ich jetzt gerade schon mal so ein kleines bisschen gespoilert habe, ist aber nur ein Teilbereich von den ERP-Systemen. Ja, also ich kann mit den ERP-Systemen auch Human Resources machen, ja, das heißt also meine Personalentwicklung, mein Personal managen damit, also all das kann ich damit auch machen. Der Hauptsitz ist in Waldorf. Tatsächlich hat die SAP, aber es ist ein weltweites Unternehmen. Insofern haben die quasi ganz viele Niederlassungen auf Deutschland verteilt, aber eben auch weltweit. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, ich bin aktuell auch bei der SAP in einem Projekt. Und dort spielen zum Beispiel die Standorte Potsdam, Waldorf, Berlin, wo die Leute dann tatsächlich dann auch wohnen, spielen da eine Rolle. Aber wir haben dann eben auch Kollegen aus Portugal. Das heißt also, es ist weltweit operierendes Unternehmen. Waldorf selbst, könnt ihr ja mal nachschauen, ist jetzt nicht irgendwie eine Großstadt oder so, oder gar wie Frankfurt. Das heißt, das ist ein wirklich, weiß nicht, ob man noch Dorf sagen darf, aber auf jeden Fall eine Kleinstadt, ja, also kleiner als Kassel. Insofern ist das schon sehr beachtlich, diese Leistung. Ich habe mal so ein paar Zahlen von der SAP rausgegraben und sie mal auf den aktuellen Stand aktualisiert. Im Prinzip kann man sagen, dass weltweit 77% aller Transaktionen über SAP-Systeme laufen. Und was meint eine Transaktion? Eine Transaktion meint in dem Fall einen Erlös durch Geschäftsvorgänge. Ja? Und hier sind aber alle SAP-Systeme gemeint. Ja? Also nicht im Speziellen nur die SAP-ERP-Systeme, sondern generell alle Systeme, die von SAP natürlich angeboten werden. 99% der DAX-notierten Unternehmen arbeiten in der Tat mit Lösungen von der SAP. Klar, die einen mehr, die anderen weniger. Aber so gut wie jedes Unternehmen, was im DAX notiert ist, hat irgendein Produkt aus dem SAP-Produktportfolio. Und ein Fun-Fact an der Stelle, wie ich finde, über 3/4 der Lebensmittel weltweit werden von Unternehmen produziert, die SAP-Lösungen einsetzen. So ein bisschen um die Ecke gedacht, aber trotzdem eine ganz spannende Zahl. Die nächsten Zahlen findet ihr natürlich auch auf Wikipedia. 2020 hat die SAP einen Umsatz von 27,3 Milliarden Euro gemacht. Das ist also schon mal gar nicht so schlecht. Die haben 440.000 Unternehmen weltweit, davon rund 80% kleinere und mittlere Unternehmen. Und mittlerweile, ich glaube, das hat der ein oder andere vielleicht von euch auch schon mitbekommen, mischt die SAP tatsächlich auch im Cloud-Geschäft mit. Und auch dort haben sie schon über 200 Millionen Cloud-Nutzer weltweit. Da geht es also wirklich auch gut voran. Mitarbeiter sind leicht gestiegen. Letztes Jahr stand da irgendwie noch 101.600 oder 101.700. Das heißt, die haben da nochmal eine ganze Latte Mitarbeiter draufgepackt. Das sind wir jetzt bei 102.430 in etwa. Und klar, wenn es jetzt um Partner geht, dadurch, dass es ein weltweit vernetztes Unternehmen ist, gibt es da eben auch eine ganze Menge. In dem Fall sind das mehr als 22.000 laut
SAP-Webseite in 180 Nationen. Die Zahlen, die unterscheiden sich zum Teil so ein bisschen. Also wenn man jetzt die Zahl von Wikipedia nimmt oder dann direkt auf der SAP-Webseite guckt, da wird mal mehr, mal weniger stark auf- oder abgerundet. Aber das sind so in etwa die Zahlen, über die wir da sprechen. Also schon ein ganz schön großes Unternehmen. Ich finde es bei Unternehmen immer besonders spannend, sich so, eigentlich sagt man die Vision von so einem Unternehmen mal anzugucken. Wenn ihr jetzt mal auf Webseiten von vor allem neueren Unternehmen geht, aber auch von Unternehmen, die schon älter, etablierter sind, da könnt ihr mal schauen, da findet ihr häufig so einen Menüpunkt, der da irgendwie heißt Vision oder Zielsetzung oder wie auch immer. Und da könnt ihr mal draufklicken und dann könnt ihr mal schauen, was bei den jeweiligen Unternehmen steht. Ich habe das jetzt hier mal für SAP gemacht, aber macht das beispielsweise mal für Tesla, das ist auch ganz spannend, oder SpaceX oder sowas. Ich habe hier, das war die Zielsetzung Ende 2020 und natürlich ist es so, dass die immer wieder angepasst wird. Ja, ich lese das einfach mal vor, also das war, den Screenshot habe ich irgendwann Ende 2020 gemacht in Vorbereitung auf die Vorlesung von vor einem Jahr. Da war die Zielsetzung, das Leben der Menschen und die Abläufe der weltweiten Wirtschaft verbessern. Das ist unsere Zielsetzung. Einer allein kann die Welt nicht verbessern. Das schaffen wir nur gemeinsam. Unsere Kunden sind eine treibende Kraft auf diesem Weg, denn sie gehen die großen Aufgaben unserer Zeit an. Die innovativen Lösungen von SAP helfen ihnen dabei. Und davon profitieren letztendlich alle. Die Umwelt, die Gemeinschaft und jeder Einzelne. So, und eine Vorbereitung auf diese Vorlesung habe ich mir dann gedacht, gehst du doch nochmal quasi auf diese Zielsetzungsseite. Und das ist sehr spannend. Das sieht nämlich so aus. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt und einfach mal auf sich wirken lässt, da steht eine Sache ganz klar im Fokus. Ja, das ist quasi das Klimaproblem, was wir haben. In der Zielsetzung von vor einem Jahr, ne, da war Umwelt quasi in so einem Halbsatz erwähnt. Jetzt wird das hier quasi zu einem zentralen Topic gemacht. Inklusive Videos und allem drum und dran. Das könnt ihr euch ja einfach mal anschauen, falls es euch interessiert. Slogan: auf der Jagd nach der Null für eine nachhaltige Zukunft. Null Emissionen, null Abfall, null Diskriminierung. Warum macht man das? Warum hat man so eine Zielsetzung oder so eine Vision? Also klar, man will sich irgendwie mit dieser Firma identifizieren. Das gilt von beiden Seiten, also sowohl wenn ich dort schon Mitarbeiter bin, als auch wenn ich dort Partner, Kunde bin, also so ein Stück weit auf der anderen Seite stehe, da will ich natürlich wissen, was ist denn eigentlich das übergeordnete Ziel? Ja, das ist der Grund, warum man das macht. So, und so ein kleines bisschen, wofür denn SAP-Software verwendet wird. Klar, zentrales Datenmanagement. Ich möchte gerne in meinem Unternehmen eine vereinheitlichte Sicht auf mein Unternehmen selbst haben. Das lässt sich insbesondere dann gut erklären, wenn ich mir jetzt mal ein etwas größeres Unternehmen nehme, das vielleicht auch in verschiedenen Ländern operiert, was verschiedene Niederlassungen hat, was verschiedene Lager hat. Also immer dann, wenn es wirklich kompliziert wird, immer dann brauche ich irgendeine Form von Software, die es mir erlaubt, eben dieses Unternehmen, was ich habe, irgendwie abzubilden und dann eben auch damit zu arbeiten. Und eine Sache, die ich eben machen kann, ist, ich hole mir so ein SAP-ERP-System, wo ich eben all das abbilden kann. Auf der anderen Seite, ich habe ja gerade erzählt, okay, jetzt sind das insbesondere für große Firmen ist das relevant. Wenn ich jetzt so ein ganz kleines Startup bin mit irgendwie 10 Leuten und ich habe mein Office in irgendeinem Shared Office Center oder so, dann werde ich mir wahrscheinlich nicht für sehr viel Geld ein SAP-System irgendwo hinstellen. Das macht man einfach nicht. Das macht man immer erst dann, wenn das Unternehmen wirklich größer ist und ich wirklich in diese Probleme laufe, dass ich jetzt keine Ahnung mehr habe, was eigentlich in meinem Unternehmen los ist. So generell geht es um die effizientere Verwaltung von komplexen Geschäftsprozessen für Unternehmen. Es gibt, das sehen wir dann später noch, für so ziemlich alle Branchen, die man sich so vorstellen kann, also alle, die da eine Relevanz haben und alle Prozesse in diesen Branchen. Ja, es gibt eine Latte von Standardprozessen, die man eigentlich in jeder Branche wiederfindet, gibt es einen standardisierten Prozess in ERP-Software. Das ist nicht nur bei SAP-ERP-Software so, sondern das ist bei jeglicher Art von ERP-Software so. Diese Standards, die dort definiert werden von den verschiedenen Softwareherstellern, die sind natürlich nicht gleich. Ja? Also es gibt da nicht irgendwie einen übergeordneten Standard und jeder implementiert das immer gleich, sondern da überlegt sich jeder so ein Stück weit selbst, wie das denn am besten so funktionieren hat.
Aber der Sinn ist eben, dass ich quasi eine Software habe, die quasi einen standardisierten Prozess, nehmen wir mal einen Logistikprozess oder einen Beschaffungsprozess, um mal noch ein bisschen spezifischer zu werden, die einen Beschaffungsprozess hat, der einem gewissen Standard folgt. Und das Tolle an der Sache ist eben, okay, also jeder kann sich quasi auf dieses SAP-System einloggen und abhängig davon, was für Rechte die oder derjenige hat, kann ich dann eben bestimmte Dinge sehen, bestimmte Dinge machen oder halt auch eben nicht. Und das alles idealerweise, und da ist jetzt ein kleines bisschen auch die Neuerung von einem sogenannten S/4HANA-ERP-System zu älteren R2 oder R3-SAP-Systemen, das alles geht in Echtzeit und live sozusagen. So, und daraus folgt natürlich, dass ich eine gewisse Steigerung in der betrieblichen Effizienz habe. Ja? Also ich muss jetzt nicht mehr irgendwie alles manuell machen. Ich kann Dinge nicht nur automatisiert, sondern automatisiert live machen. Ja? Das ist also auch ein Unterschied zu älteren SAP-Systemen, was dann unterm Strich dann eben auch die Produktivität erhöht. Und ganz am Ende natürlich hoffentlich auch die Gewinne steigert. Eine Sache, wenn wir jetzt bei Logistikprozessen sind, ist zum Beispiel Just-in-Time. Das ist eine Sache, die insbesondere bei Automobilherstellern, aber im Prinzip auch bei jedem anderen produzierenden Unternehmen eine Rolle spielt, wenn ich Materialien brauche, um mein eigenes Produkt herzustellen, dann möchte ich nicht mehr riesige Lagerhallen bauen müssen, um diese Materialien zu lagern, sondern eigentlich möchte ich sagen, Vorhersagen treffen, okay, ich möchte jetzt beispielsweise einen Elektromotor bauen für ein neues Elektroauto, dafür brauche ich irgendwie folgende Teile, um den zusammenzubauen. Ich schaffe jede Nacht so und so viele Teile, also so und so viele Elektromotoren. Dann kann ich ja grob hochrechnen, okay, wie viele Teile brauche ich denn pro Nacht? Dann weiß ich, wie viele Teile ich im Lager habe. Dann weiß ich, wie lange typischerweise der Beschaffungsprozess von meinen ganzen Lieferanten dauert, so dass ich dann idealerweise immer mit einem Vorlauf von idealerweise sehr wenigen Tagen immer genau dann zum richtigen Zeitpunkt die nötigen Ressourcen am Lager habe, um dann eben meinen Elektromotor zu bauen. Das führt, und das liest man immer mal wieder in der Zeitung, gerade bei großen Automobilherstellern, das führt immer mal wieder zu dem Problem dieser Just-in-Time-Prozess oder die Just-in-Time-Prozesse, dass dadurch, dass ja dieses Zeitfenster immer kleiner gehalten wird, um die Lagerhaltungskosten zu reduzieren, führt das immer mal wieder dazu, dass dann plötzlich Materialien fehlen und die Mitarbeiter irgendwie nach Hause geschickt werden müssen. Das ist ein bisschen ein Stück weit der Preis, den man dafür zahlt, und auch die Schwierigkeit an der ganzen Sache. Nur mal sozusagen ein Beispiel, wie man mithilfe von so dem Logistikteil von ERP-Systemen seine Unternehmensgewinne steigern kann. Ich brauche halt eben keine großen Lagerhäuser mehr, wo ich dann haufenweise Materialien vorhalte, sondern ich beschaffe das dann, wenn ich es brauche. So, und jetzt mal ganz konkret auf Enterprise Resource Planning, habe ich ja schon gesagt, also die Abkürzung ERP, wenn ihr darauf stolpert oder darüber stolpert, Enterprise Resource Planning, wisst ihr jetzt, was das heißt, zumindest auf Englisch. Und ich hatte ja schon ein kleines bisschen erzählt, um was es da eigentlich geht. Also letztendlich ist es so, ich habe Ressourcen. Und das können Materialien sein, das können tatsächlich auch Menschen sein, das klingt jetzt ein bisschen abwertend, aber auch Menschen sind Human Resources. Ja? Das wird in dieser Welt oder in diesem Konglomerat, wird das alles unter Ressourcen zusammengefasst, subsumiert. So, und das heißt also Enterprise, also Unternehmensressourcenplanung, das heißt, ich mache irgendwas mit diesen Ressourcen, die verplane ich. Und das ist eigentlich so der wesentliche Kern von der ganzen Sache. Und das möglichst effektiv und effizient. Ich hatte ja vorhin schon so ein kleines bisschen von sogenannten SAP R2 und R3 Systemen erzählt. Ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen. Ihr könnt euch einfach merken, SAP R2 und R3 Systeme sind sozusagen die Vorgänger von einem aktuellen sogenannten S/4HANA System. Die Art und Weise, wie diese R2 und R3 Systeme funktionieren, unterscheidet sich inhärent zu dem, wie ein SAP S/4HANA System funktioniert, was vor allem daran liegt, was für eine Datenbank darunter liegt. Bei einem R2 und R3 System, da konnte man sich im Prinzip mehr oder weniger aussuchen, welche Datenbank man haben möchte. Also man könnte zum Beispiel eine MaxDB nehmen bei so einem SAP R3 System. Das ist so eine typische Datenbank, die man dort verwendet hat. Aber es ist natürlich so,
wenn ihr schon mal selber irgendwie mit Datenbanken zu tun gehabt habt, sobald es da mehr um mehr als, keine Ahnung, 10.000 Datensätze geht oder 100.000 Datensätze geht, dann kann das ganz schön langsam werden. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was diese alten SAP-Systeme in der Tat auch hatten. Jetzt ist einerseits sind diese SAP-Systeme für große Unternehmen gedacht, ja, das heißt also, wo ich viele Daten habe. Und jetzt möchte ich auf der anderen Seite da eben viele Daten reinpacken und mit denen aber operieren. Was dann unterm Strich dazu geführt hat, dass ganz viele Kunden sogenannte Reports, also Reports sind im Prinzip, könnt ihr euch vorstellen, wie Programme, ja, die in ABAP geschrieben werden. ABAP ist die SAP-spezifische Programmiersprache, in der diese ganzen Software-Module und Reports dann eben geschrieben werden. Da gibt es Reports, um zum Beispiel herauszufinden, okay, wie sieht denn jetzt aktuell mein Lager aus, wenn ich folgende Produktion jetzt noch anwerfe, wie sieht denn das aus? Das sind zum Teil sehr komplexe Sachen, die dann da eben ablaufen, was dann unterm Strich dazu führt, dass so ein Report unter Umständen mal die ganze Nacht lief. Ja, also da ist nichts mit live. Ist nicht so, dass ich das Ding starte und, naja, je nachdem, was man so als live noch betrachtet, 20 Sekunden später bekomme ich eine Antwort oder instant. Ne? So ist das nicht, sondern da gab es immer sogenannte Nachtläufe. Und für die Sachen, die halt eben einfach länger dauern, und das weiß man, wenn man das einmal ausgeführt hat, dann weiß man, welche Reports lang dauern. Das lief dann immer nachts und dann hat man morgens sozusagen die aktuellen Daten gehabt. Aber natürlich wollte man auch das Ganze zu jedem Zeitpunkt dann tagsüber haben. Ne? Also wenn die Leute dann gearbeitet haben, dann möchte ich natürlich auch meinen aktuellen Lagerbestand abfragen können und ich möchte vielleicht bestimmte Szenarien simulieren können. All das möchte ich natürlich machen. Ging mit R2 und R3 nur sehr, sehr bedingt. Ja, da musste man also wirklich, musste man sich richtig lang machen, um da, ich sag mal so, diesen Live-Aspekt überhaupt reinzubekommen. Was sich nicht geändert hat, ist tatsächlich so diese modulbasierte Struktur. Also SAP selbst, also SAP ERP, besteht aus im Grunde genommen verschiedenen Modulen, das sehen wir dann gleich noch. Das ist geblieben, auch bei einem S/4HANA-System. So, aber was ist denn jetzt eigentlich dieses S/4HANA-System? Das heißt deswegen SAP S/4HANA, ja, also das S/4 steht für Simple sozusagen, ja, und HANA ist die zugrunde liegende Datenbanktechnologie. Wenn ihr einfach mal nach SAP HANA, also lasst das S/4 weg, ja, wenn ihr nach SAP HANA sucht, dann bekommt ihr immer Einträge für SAP HANA als Datenbanktechnologie. Und das ist sozusagen auch so das Zugpferd. Und dabei handelt es sich, vereinfacht gesagt, einfach um eine riesige In-Memory-DB. Ja, das heißt, alle Daten, mit denen gearbeitet wird, die sind permanent im Arbeitsspeicher verfügbar. So, und jetzt könnt ihr euch sicherlich denken, oh, dann braucht man aber sicherlich das ein oder andere Gigabyte an Arbeitsspeicher. Das ist tatsächlich auch so. Also wenn ich jetzt so ein S/4HANA-System bei mir zu Hause installieren wollen würde, kann ich das natürlich machen. Aber dann brauche ich schon eine relativ dicke Maschine. Da sind also, 50 Gigabyte Arbeitsspeicher ist da mal gar nichts. Ja, also darunter brauche ich eigentlich gar nicht anfangen. Das heißt, ich komme mit handelsüblichen Laptops oder handelsüblichen Desktops, komme ich in der Regel schon mal nicht besonders weit. Das heißt, dann brauche ich schon eine richtige Serverinfrastruktur. Und je nachdem, wie groß mein S/4HANA-System eben wird, geht der Arbeitsspeicherverbrauch natürlich dann enorm in die Höhe. Aber das ist eben auch das, was das S/4HANA an der Stelle dann eben so performant macht. Ich kann eben alles im Arbeitsspeicher halten. Es gibt noch so ein paar andere Sachen, also die Art und Weise, wie diese HANA-Datenbank intern strukturiert ist, führt natürlich auch dazu, dass ich einen Geschwindigkeitsvorteil bekomme, aber das würde jetzt zu weit führen. Letztendlich ist das S/4HANA sozusagen eben auch die Basis für dann eben darauf aufsetzende Technologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und alles, was man eben wo man eben mit vielen Daten hantiert, wo man eben viele Daten irgendwo rausholt und auch wieder reinsteckt. Deswegen ist das an der Stelle so toll. So, jetzt ist es so, jetzt, wenn der ein oder andere von euch sich schon mal mit einem Kommilitonen unterhalten hat, der vielleicht schon mal was mit SAP zu tun hatte, oder ihr geht mal durch den Supermarkt und haltet mal die Ohren offen, da hört ihr ab und zu mal, ah, das muss ich noch ins SAP eingeben. Aber also zumindest zu meiner Zeit war es so, keiner meiner Kommilitonen konnte sich überhaupt vorstellen, was es bedeutet, wenn jemand sagt, oh, das muss noch im SAP eingepflegt werden. Jetzt zeigen wir euch mal, wie sowas aussieht. Und im Grunde genommen gibt es da sozusagen zwei Arten, wie man das machen kann.
Auf der rechten Seite, ich packe mal hier den Laserpointer aus. Auf der rechten Seite, das ist die sogenannte SAP GUI. Ja, das ist eine Desktop-Applikation, die gibt es für verschiedene oder für, eigentlich für alle gängigen Betriebssysteme. Linux bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, also mindestens für Windows und Mac OS X, also dafür gibt es auf jeden Fall die SAP GUI. Aber letztendlich ist das nur ein Frontend. Ja, also das ist ein ziemlich kleines Programm, wo man mehr oder weniger nichts anderes macht, als zu sagen, bitte verbinde dich mal mit folgendem SAP-System. Und was man dann bekommt, man loggt sich dann sozusagen in das SAP-System ein und dann kriegt man, sagen wir mal, eine ziemlich konservative, um es mal positiv zu formulieren, eine ziemlich konservative grafische Benutzeroberfläche, die eigentlich immer aus so einem Baum auf der linken Seite besteht, wo man dann sogenannte Transaktionen wählen kann, ja, also hier oben diese Transaktionscodes. Diese Transaktion hier zum Beispiel sieht man PA40 oder PA20, das sind so typische Transaktionscodes und da gibt es, ich habe neulich mal irgend so eine Zahl gehört, ich glaube 10.500 Transaktionen, Tendenz steigend. Das heißt, jede Funktionalität, jede Teilfunktionalität in so einem SAP-System hat einen zugeordneten Transaktionscode. So, und jetzt kann ich natürlich entweder so ein kleines bisschen clicky-bunty machen, kann sagen, okay, ich klicke hier doppelt drauf, dann komme ich dann sozusagen in diese Transaktion rein. Das sehen wir dann gleich, wenn der Marvin uns die Demo gibt. Ich kann aber auch, da werdet ihr tatsächlich erstaunt sein, diese Transaktion hier oben in dieses Feld eingeben. Und der Punkt an der Sache ist, die Leute, die mit diesen SAP-Systemen arbeiten, das sind ja in der Regel Leute, die ein ganz bestimmtes Aufgabenfeld haben. Also beispielsweise jemand, der im Beschaffungsprozess, also Logistik, Beschaffungsprozess, Einkauf, also irgendwie sowas, also jemand, der einen Einkauf machen darf, der hat auf alle anderen Transaktionen, die nichts mit seinem Beschäftigungsfeld zu tun haben, hat ja auch gar keinen Zugriff. Der sieht das nicht, der kann damit nichts machen, selbst wenn er die Transaktion weiß, was kein Geheimnis ist, das kann man einfach googeln, ja, also kein Code in dem Sinne von versteckt oder so oder Secret, aber der kann da nicht drauf zugreifen. Diese Leute, die wissen alle ihre Transaktionen, was tatsächlich nicht so wahnsinnig viele sind meistens, irgendwie so 15 bis 20 Stück oder so, die für die tägliche Arbeit brauchen, auswendig und statt hier durch das Menü zu klicken, geben die diese Transaktion einfach hier oben ein. Das ist so ganz anders, als man das so gewohnt ist, normalerweise mit grafischen Benutzeroberflächen zu arbeiten. Des Weiteren sind wichtige Tasten hier, weil ihr das nicht bei Marvin seht, nehme ich das mal so ein kleines bisschen vorweg. Beispielsweise F3, ja, F3 für Beenden oder Escape. Gut, Escape haben wir für andere Applikationen auch. Also man bewegt sich da ziemlich viel dann auch mit der Tastatur durch diese grafische Benutzeroberfläche. So, diese SAP GUI, die gibt es schon, da müsste ich jetzt nachgucken, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, vielleicht kann das einer nebenher machen. Jedenfalls seit Dekaden, auf jeden Fall. Während dieses Menü, was wir hier unten sehen, das sogenannte Fiori Launchpad ist. Das Fiori Launchpad, das kann man hier nicht so richtig erkennen, aber das ist eine Webanwendung, ja, also eine Anwendung, die in einem Browser läuft, die letztendlich aber nichts anderes macht, als quasi diese Transaktionen, die ihr hier auf der rechten Seite seht, in Kacheln abzubilden. Ja, also in so einem Kompatibilitätsmodus sozusagen habe ich für jede Transaktion, kann ich mir hier so eine Kachel anzeigen lassen und kann sozusagen die gleichen Informationen, die ich normalerweise über so eine feststehende Desktop-Anwendung eingebe, kann ich dann eben über so eine Kachel hier im Web eingeben. Warum macht man das? Also klar, es geht weg von Desktop-Applikationen. Ja, es möchte keiner mehr Applikationen für Mac OS X, für Linux, für Windows und dann noch alle möglichen Flavors, die man so kennt, schreiben, sondern eigentlich geht alles ins Web. Ja? Zusätzlich ist es so, dass insbesondere so im Logistikbereich, da kann man es immer sehr schön erklären, wenn ich jetzt Lagerarbeiter habe, ja, die zum Beispiel mit so Pickern, ja, also das sind so kleine Elektronikgeräte, wo man so die Hand so reinstecken kann, und die so einen Scanner haben, manchmal sogar einen richtigen Laserscanner und ein Display drauf haben, dann kann ich genau diese Fiori-Applikationen auch auf meinem Picker sehen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt im Beschaffungsprozess bin und ich bin bei Amazon, bin ich Picker in irgendeinem Lager, dann kann ich mithilfe dieser Fiori-Applikation, die dann eben auf diesem Picker angezeigt werden, kann ich dann eben meine Arbeit verrichten.
Ja, das würde eben mit so einer Desktop-Applikation schlichtweg nicht gehen. Ja, weil auf dem Picker läuft kein Windows. Also heute jedenfalls nicht. So, dazu mal so der erste Einstieg. Ich habe vorhin schon mal so ein kleines bisschen was zu Modulen erklärt. Hier gehen wir jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail. Wie gesagt, es gibt im SAP-Universum eine ganze Reihe von Modulen. Und die sind hier so ein Stück weit geclustert nicht nach Branchen, sondern so nach Bereichen, würde ich mal sagen. Da haben wir hier oben links die Warenwirtschaft. Das ist mit Abstand das größte Modul hier. Beziehungsweise die größte Gruppe. Die größte Gruppe. Da müssen wir im Wording aufpassen. Und hier sind die verschiedenen Module. Diese Abkürzungen, die ihr hier seht, die sind gängig. Ja, das heißt, wenn ihr beispielsweise eine SAP-Stellenbeschreibung lest, ja, da wird irgendein ABAP-Entwickler gesucht oder es wird ein Berater gesucht oder sowas, dann steht da immer Berater mit SD-Kenntnissen. Und dann fragt man sich, was ist denn bitte SD? Ja, SD steht in dem Fall für Sales and Distribution, also alles, was mit Vertrieb zu tun hat. Und das ist eben ein feststehendes Modul in der SAP-Systemwelt. Und dann weiß man im Grunde genommen, ah, okay, also wenn der Kunde jetzt also jemanden sucht, der SD-Entwickler ist oder spezielle Erfahrungen im Bereich SD braucht oder eben Berater im Bereich SD braucht, dann weiß ich schon grob, was ich können muss. Ja? Und das Gleiche gilt für die anderen Module eben auch. Und das hier sind mal so die wichtigsten Module, die wir im Warenwirtschaftsbereich haben. Da haben wir hier das Materials Management. SD hatten wir schon, Logistik allgemein, dann Logistik Execution, also alles, was mit Ausführung dann zu tun hat. Und dann Warehouse Management, das ist die Lagerverwaltung, also da, wo ich dann wirklich so meine Schrauben und so lagere. Das Gleiche gibt es nochmal in einer sogenannten Extended-Variante. Das kann dann einfach ein bisschen mehr, um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Modulen, wie man hier sieht. Der Witz an der Sache ist, dass man nicht immer alle Module, also wenn man sich so ein SAP-ERP-System anschafft, dann muss man nicht immer gleich alle Module bespielen. Ja, es kann sein, dass ich jetzt gerade mit meinem Unternehmen an so einer Schwelle bin, wo ich sage, oh ja, ich bin jetzt kein Startup mehr. Ja, also es wird langsam kompliziert. Ich habe für mich entschieden, ich brauche ein ERP-System und ich habe mich für so ein SAP S/4HANA oder so entschieden. Dann ist es absolut okay, wenn ich sage, hey, also ich brauche da irgendwie nicht mehr als dieses hier oben, ne, das EWM, das brauche ich gar nicht, ne, also Extended, das habe ich nicht, ne, also ich habe keine verteilten Lager, ich brauche das vielleicht nicht in Echtzeit oder so. Also all diese Funktionen, die so ein EWM bietet, die brauche ich vielleicht nicht, dann lasse ich es einfach weg. Ne, das ist kein Problem. Das gleiche gilt für alles andere auch. Ne, also wenn ich jetzt sage, ich meine Human Resources, das mache ich aber mit einer anderen Software. Oder ich habe eine Personalerin, die das macht, ja, und die muss das auch nicht unbedingt im SAP-System eingeben, dann ist auch das fein. Generell, wenn wir von Beratern und Entwicklern sprechen bei SAP, dann ist es so, dass die meisten Berater und Entwickler sich auf eins von diesen Modulen doch spezialisiert haben. Der Marvin zum Beispiel, und Marvin, jetzt korrigiere mich, wenn ich was Falsches erzähle, aber der Marvin ist doch eher so im Bereich Logistik unterwegs und weniger im Bereich FI. Der Grund, super, habe ich richtig in Erinnerung. Der Grund ist relativ einfach, und zwar, diese Module sind extrem umfangreich. Also wir sehen gleich mal in den Screens, die der Marvin uns zeigen wird, was man da alles machen kann. Und das liegt ein Stück weit daran, dass SAP für sich entschieden hat, okay, wir möchten gerne eine Software machen, die idealerweise alles, was ein Unternehmen sich vorstellen kann, in diesen Modulbereichen abbilden kann. Natürlich, ja, ich habe von standardisierten Prozessen gesprochen, aber jedes Unternehmen funktioniert irgendwie anders. Das hat auch SAP natürlich erkannt. Das heißt, es gibt 150 Millionen Stellschrauben im sogenannten Customizing, nennt SAP das, wo ich sozusagen im SAP Backend über das Customizing meinen Prozess, meinen Teilprozess an mein Unternehmen anpassen kann. Und das wird einfach wahnsinnig schnell, wahnsinnig komplex. Und ja, jetzt gibt es Module, die sind, sagen wir mal, noch umfangreicher als andere Module oder noch komplizierter als andere Module. Also so ein gutes Beispiel ist eigentlich FI. Ja? FICO, also Finance und Controlling, das betreibt man meistens zusammen. Und FI ist allein schon deswegen komplex, weil der Inhalt, mit dem man da arbeitet, also alles, was mit Finanzen zu tun hat, weil allein schon das komplex ist. Ja? Das ist nicht nur hervorgerufen durch die Komplexität der Software, ja, oder wie die Software dieses Modul abbildet, sondern ja, ich brauche dafür einfach ein Studium oder eine Ausbildung oder so in diesem FI-Bereich. Sonst verstehe ich schlichtweg die buchhalterischen Vorgänge da halt nicht. Das ist einfach so.
Was unterm Strich dann dazu führt, dass die meisten Leute dann eben so richtig gut in der Regel in einem Modul sind. Natürlich haben die meisten von uns auch bei der Octavia Berührungspunkte zu vielen von diesen Modulen schon mal gehabt, aber dennoch, keiner würde von sich behaupten, hey, ich kann alle Module gleich gut, ja, egal, ob ich jetzt Entwickler oder Berater bin, sondern ich bin dann SD-Berater oder ich bin MM-Berater oder ich bin FI-Berater. Ne? Ich mache nie alles gleichzeitig, weil das funktioniert schlichtweg nicht. Okay, so viel zur Komplexität von den Modulen. Noch ein kleines bisschen was zu Stamm versus Bewegungsdaten. Ist euch vielleicht klar, habt ihr vielleicht schon mal gehört, spielt bei der SAP eine Riesenrolle bei den ERP-Systemen. Und zwar muss man ganz stark unterscheiden zwischen Stamm- und Bewegungsdaten. Stammdaten sind dabei sozusagen, ja, ich sag mal, alle feststehenden Daten. Ja? Hier steht, repräsentieren Objekte der realen Welt und als Beispiel sind hier Materialien und Geschäftspartner dargelegt. Die werden eigentlich einmal im System angelegt und werden dann in Form von Bewegungsdaten in weiteren Geschäftsprozessen verwendet. Wohingegen Bewegungsdaten in der Regel eher kurzlebig sind. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwelche Bestellungen habe, Aufträge habe, Verträge habe, referenzieren zwar die Stammdaten, ja? Aber die sind viel kurzlebiger. Davon gibt es viel mehr. Ja? Also ich kann beispielsweise, wenn ich jetzt eine Bestellung mache, für ein oder bei einem Lieferanten und bestelle heute 10 Schrauben oder 10 Kreuzschrauben und morgen bestelle ich nochmal 10 Schlitzschrauben, dann ist quasi die Bestellung selbst oder diese beiden Bestellungen, das wären Bewegungsdaten, der Lieferant, bei dem ich die bestelle, ja, und mein Unternehmen selbst, ja, mein Lager, wohin ich diese Sachen liefern lassen will und so weiter und so fort, das sind aber Stammdaten. So, das heißt aber nicht, dass ich natürlich diese Stammdaten, wenn ich die einmal eingegeben habe, nicht mehr ändern kann oder nicht mehr erweitern kann, das nicht, aber dennoch muss man da einfach ein Stück weit unterscheiden. Und dass man das schon mal gehört hat, das ist relativ wichtig. So, vielleicht versteht ihr jetzt auch, warum wir BPMN gemacht haben. Ich blende mich mal kurz aus, damit man das da komplett lesen kann. Vielleicht versteht ihr jetzt auch, wieso wir BPMN gemacht haben vor ein paar Wochen. Denn die SAP hat die sogenannten Standardprozesse, wofür es sozusagen auch sogenannte Best Practices gibt. Ja? Hat man gesagt, wenn man so ein SAP-ERP-System sich anschafft oder sich das kauft, dann gibt es eine Reihe von Standardprozessen in allen möglichen Modulen, die wir gerade gesehen haben. Und die Art und Weise, wie der jeweilige Prozess läuft, das kann man einfach bei der SAP direkt nachschlagen. Das kostet auch nichts, das könnt ihr selber machen. Könnt ihr einfach mal nach SAP und dann Prozessen suchen oder Best Practice Content suchen. Ja? Dann kann man sich da durchklicken und am Ende eines langen Tages kommt man dann auf diese Art von Diagramm. Und letztendlich sind das BPMN-Diagramme. Ja, wir haben ja gesagt, okay, die Art und Weise, wie zum Beispiel Farben dargestellt werden, das ist egal und das hat die SAP tatsächlich hier auch gemacht. Ja, also grün habe ich tatsächlich noch nie gesehen und Endpunkte werden rot dargestellt, macht ein Stück weit aber auch Sinn. Aber deswegen ist es wichtig, dass man einfach weiß, was sind BPMN-Diagramme und wie kann man die lesen, was bedeutet das dann. So, jetzt gibt es eine ganze Reihe von Standardprozessen, aber meistens ist es so, dass wenn ich so ein Unternehmen habe, dann ist ja nicht das Erste, was ich mache. Ich überlege mir, hey, ich habe mal die Idee, ein Unternehmen zu gründen. Ich schaffe mir jetzt als Erstes mal die SAP ERP-Software an und gucke mal, wie da die Standardprozesse funktionieren und richte dann meine eigenen Prozesse in dem Unternehmen an diesen Standardprozessen aus. So funktioniert das ja in der Regel nicht. Sondern ich habe irgendwie ein Unternehmen, das ist dann vielleicht schon gewachsen und so weiter und so fort. Ich habe mir für mich selbst oder das Unternehmen hat für sich selbst festgestellt, was die beste Art und Weise ist, bestimmte Dinge zu tun, woraus dann eben ein Prozess entstanden ist. So, und jetzt gehe ich her und stelle fest, hey, super, da gibt es offenbar einen Bestellprozess, einen Standardbestellprozess in meinem SAP-System, aber wenn ich mir mal so diese Diagramme genauer angucke, und da gibt es natürlich Diagramme, die sind viel komplexer als das, was ihr hier seht, da passt das an der einen oder anderen Stelle nicht. Ja? So, und da gibt es bei SAP jetzt im Grunde genommen zwei Arten, was man tun kann. Entweder sagst du, okay, ich individualisiere diesen Prozess an folgenden Stellen oder ich fange tatsächlich an, Eigenentwicklung zu betreiben.
dieses Individualisieren an den bestimmten Stellen, das ist das Customizing, wovon ich vorhin gesprochen habe. Ja? Also es gibt bestimmte Stellen, da hat die SAP schon vorgesehen, weil sie weiß, okay, es gibt einfach eine Menge Kunden, die genau an dieser Stelle immer wieder ihren eigenen Prozess oder diesen Prozess auf ihren eigenen Prozess anpassen müssen. Also geben wir den Kunden die Möglichkeit, das mehr oder weniger einfach über die grafische Benutzeroberfläche einstellen zu können. So, wenn ich jetzt das Pech habe, und das ist in der Tat die Aufgabe von einem Berater, wenn ich jetzt das Pech habe, dass ich durch einfaches Customizing den SAP-Prozess nicht so hinbekomme, dass er adäquat meinen Unternehmensprozess abbildet, dann brauche ich Individualentwicklung. So, und im Grunde genommen kann ich dann alles tun. Ja, also immer dann, wenn ich dann so aus der reinen Beratungssicht, ja, also Beratungs-Customizing-Sicht, auf die Entwicklungsschiene komme, dann kann ich im Prinzip alles machen. Dann habe ich vollständige Freiheit. Komma, aber ich muss da sehr, sehr stark aufpassen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie anfange, den Standard zu vergewaltigen, sage das jetzt extra so ein bisschen spitz, finde ich, dann habe ich unter Umständen Probleme, wenn ich dann ein Systemupgrade mache. Ja? Das heißt, wenn ich eine neue Version von meinem SAP S/4HANA-System einspiele, wo ich im schlimmsten Fall ein SAP-Standardobjekt, also eine Standardklasse, eine Standardtabelle, irgendwie sowas, ja, das habe ich geändert. Ja? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das beim nächsten Upgrade kaputt geht, ja, sagen wir mal, mindestens gegeben. Ja, je nachdem, wo ich diese Änderung mache, und wenn es beim Upgrade dann tatsächlich Änderungen an dieser Stelle gab, dann stehe ich halt da. Deswegen, also, wenn ihr einen Kunden später mal habt, also, nehmen wir mal an, ihr seid in einem SAP-Beratungshaus unterwegs und ihr habt mal einen Kunden, der sagt, hier, ich habe da meinen Prozess und ich habe hier mein SAP-System, mach mal, dass das geht, dann solltet ihr immer dafür sorgen, dass ihr möglichst viel Customizing macht, möglichst wenig Eigenentwicklung. Weil Eigenentwicklung ist auch teuer, das ist, ja, geht beim Upgrade-Prozess unter Umständen schief. Seht zu, dass ihr das richtig hinbekommt. Übrigens gilt das auch nicht nur für SAP-Systeme, sondern natürlich generell. Ja? Also bevor ihr irgendwie anfangt, eine bestimmte Funktionalität, egal in welcher Programmiersprache, egal in welchem Framework, selbst zu entwickeln, schaut nach, ob es nicht eine passende Bibliothek, ein passendes Framework gibt, was ihr einfach verwenden könnt, out of the box, wo ihr einfach die Dokumentation lest und dann einfach verwenden könnt, ohne dass ihr selbst was schreiben müsst. Das hat mehrere Vorteile, ja, das ist einfach deutlich besser, als wenn ihr da selber irgendwas strickt. Und das Gleiche gilt eben für SAP-Systeme auch im gleichen Maße. So, hier seht ihr jetzt mal sozusagen das Backend von dem Customizing. Also man kann sich ja jetzt fragen, ja, wie genau geht denn dieses Customizing jetzt eigentlich? Das Customizing ist in der Tat was, das eigentlich jemand machen kann, also ein SAP-Berater machen kann, der nicht entwickeln kann. Ja, also der keine einzige Zeile Quelltext schreiben kann, der kann das SAP-System trotzdem extrem weit anpassen. Und zwar, weil er eben diese SAP-GUI hat, also diese grafische Benutzeroberfläche, wo er in einer bestimmten Transaktion, und das ist dieser Transaktionscode S-Pro, ja, den gebe ich also hier oben ein und dann bekomme ich diesen Screen hier, wo ich dann einfach durchgehen kann und kann dann an den Stellschräubchen drehen. Okay, so, damit ihr mal so ein ganz kleines bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wie groß dieses SAP-Universum ist, habe ich euch mal unsere Roadmap von der Octavia mitgebracht, vorneweg geschickt. Auch diese Roadmap, also alle Begriffe, alle Sachen, die ihr hier drauf seht, auch die sind schon gefiltert. Ja, das ist also nicht vollständig. Die sind auf diese Sachen gefiltert, wo wir der Meinung sind, okay, das ist jetzt eine aktuelle Technologie, das ist eine Technologie, die wahrscheinlich in Zukunft aus unserer Sicht spannend für uns werden könnte. Aber das zeigt eben auch, okay, also hier gibt es allein schon extrem viele Knüppelchen sozusagen. Und das ist nicht komplett. Das heißt, das SAP-Universum selbst ist noch viel, viel größer. Und jedes von diesen Einträgen hier ist für sich genommen unglaublich groß. Ich kann ja mal so ein paar rauspicken, was wir uns oder was ihr euch der aktuellen Hausaufgabe, also in der, die heute kommt, und nächste Woche beispielsweise ein bisschen anschauen werdet, ist das UI5.
also quasi das Framework für das Erstellen von grafischen Benutzeroberflächen für Webanwendungen. Dann haben wir aber auch so größere Sachen wie Data Warehouse Cloud oder Leonardo IoT, also Internet of Things. Alles, was hier oben irgendwie mit Cloud-Produkten zu tun hat. All das spielt natürlich eine Rolle. Ihr seht hier auf der linken Seite so ein kleines bisschen unsere Einschätzung der aktuellen Einstufung. Es basiert natürlich auch darauf, wie aktuell so unsere Projektverteilung bei den Kunden ist. Da müsst ihr mir jetzt einfach ein Stück weit glauben, sozusagen, dass das der Realität entspricht. Also alles das, was hier so dunkelgrün ist, das sind alles Sachen, wo wir aktuell Projekte haben. Aber es sind auch Sachen, die schon eher länger am Markt sind. Ja, also insbesondere, wenn ich hier irgendwie auf ABAP schaue oder Adobe Forms, SAP GUI, Bob, also das sind alles so Technologien, die gibt es schon x Jahre, aber die sind natürlich bei dem Kunden trotzdem wichtig. Und alles, was hier so blau ist, da sind wir der Meinung, okay, also da gibt es schon mal, also wir haben schon mal von einem Kunden gehört oder der hat schon mal bei uns angefragt, ein Projekt in diesem Bereich zu machen. Und wo ich aktuell sehr stark unterwegs bin, ist eben alles, was hier oben mit Cloud-Produkten zu tun hat und ein Stück weit hier auch unten mit der Integration von beispielsweise On-Prem-Geschichten mit eben Cloud-Produkten. Gut, will ich jetzt gar nicht mehr so viel zu erzählen. Habe ich schon ganz viel im Rahmen der letzten Folien erzählt. Vielleicht ja, noch mal so ein ganz kleines bisschen, was, warum denn überhaupt ein Kunde jetzt auf S/4HANA upgraden sollte, was tatsächlich ein sehr, sehr großer Schmerz ist. Also ein Kunde, der aktuell beispielsweise ein SAP R3-System einsetzt, was eine gewisse Größe hat, ja, was vielleicht auch verschiedene Mandanten hat. Also ein Mandant ist quasi immer so ein abgetrennter Bereich sozusagen innerhalb von einem und demselben physischen SAP-System, dann kann das sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer werden, wenn ich jetzt von so einem R3 auf ein R4-System, auf ein S4-System gehe. Was der Kunde erwarten kann, sind aber im Prinzip geringere Lagerhaltungskosten, weil ich eben diese Just-in-Time-Geschichte beispielsweise viel, viel besser mit einem S4-System abbilden kann. Ich habe kürzere Abrechnungszeiten, klar, es geht einfach alles schneller. Und die Hoffnung ist natürlich, dass ich so die Gesamtbetriebskosten damit senken kann. Das Problem ist ein Stück weit sozusagen so dieser Migrationspfad von so einem R3 zu einem S4-System. Das ist, wie gesagt, extrem aufwendig und da muss man ganz genau schauen, wie viel Customizing der Kunde hat, wie viel Individualentwicklung der Kunde hat. Und je weniger der von beiden hat, desto besser ist es natürlich, also desto leichter geht das. Aber das ist ganz, ganz selten der Fall. Okay, also alles, was ihr dann jetzt gleich sehen werdet, findet also in dem SAP S4-System statt. Aktuell noch in der Version 19.09, das heißt, das ist noch nicht das ganz Aktuelle, was es aktuell gibt. Dreimal aktuell in einem Satz macht es auch nicht besser. Wir graden jetzt, ich glaube Ende des Jahres, graden wir auf die neueste Version hoch. Das heißt, nächstes Jahr haben wir dann ja, die ganz flitzeflamm neue Version. Und ich würde sagen, ich übergebe jetzt einfach mal an den Marvin, der wird sich auch selbst vorstellen und wird das, was er jetzt gleich zeigt, selbst aufzeichnen und das versuchen wir dann irgendwie hier reinzuschnibbeln. Marvin, viel Spaß. Ja, genau. Vielen Dank, Andreas. Einmal bekommt ihr meinen Bildschirm freigegeben. So, kann man das jetzt sehen? Kurzes Feedback bitte. Ja. Seht ihr meinen Bildschirm? Ja, kann man sehen. Wunderbar. Ja, okay, ja. Super, vielen Dank. Ja, hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Marvin Krupal. Wie der Andreas schon mitgeteilt hat, ich bin ein Kollege von ihm hier bei der Octavia. Ich bin im Bereich der Logistik tätig. Mein Modul, auf das ich mich spezialisiert habe, ist das SD-Modul, also Sales and Distribution. Habe dort aber auch viele Berührungspunkte eben mit den anliegenden Modulen, sprich den WM, aber auch dem MM, also der Materialwirtschaft. Genau, ich werde euch heute einmal live in unserem S4-Übungssystem einen Beschaffungsprozess vorstellen und habe euch dafür folgende Punkte vorbereitet.
Also einmal wieder in die Präsentation. Genau. Wir haben jetzt eine fiktive Situation, eine Ausgangssituation und ein Ziel eben des Beschaffungsprozesses. Ich werde mit euch kurz ein paar Worte über die Stammdaten im SAP-Beschaffungsprozess verlieren und auch über die einzelnen Prozesse sprechen. Dann werde ich euch den Prozess einmal vereinfacht, in vereinfachter Form grafisch darstellen. Und am Ende folgt dann eben das Praxisbeispiel, wo wir live im System die Belege erstellen und die Buchungen durchführen werden. Die Ausgangssituation ist eben, wir haben ein Unternehmen mit Sitz in Deutschland, was natürlich ein SAP-System im Einsatz hat, in unserem Fall ja das S/4HANA. In diesem Unternehmen ist es jetzt so, wir haben eine Produktion und dort ist ein Materialbedarf aufgetreten. Das heißt, dort werden beispielsweise jetzt Schrauben benötigt. Und dieser Materialbedarf soll halt in Form von Hilfs- und Betriebsstoffen beschafft und eingebucht werden. Ganz kurz noch ein kurzer Exkurs zu den Organisationsebenen in SAP. Wir haben ganz oben stehend den Mandanten. Das könnt ihr euch vorstellen wie den Konzern. Unter dem Konzern, unter dem Mandanten gibt es eben den Buchungskreis. Das könnt ihr euch vorstellen als ein Unternehmen. Das ist eben jetzt hier unser Unternehmen in Deutschland. Unser Unternehmen hat ein Werk, das Werk DE1. Und in diesem Werk gibt es verschiedene Lagerorte. Für uns relevant ist jetzt das Standortlager 101B. Und zugeordnet zu unserem Unternehmen haben wir eben noch eine Einkaufsorganisation. Genau. Als nächstes, wenn man von SAP spricht, hört man immer wieder auch von Stammdaten und von Prozessen. Und Stammdaten sind tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema in SAP. Die bilden nämlich die Grundlage eben halt für alle Prozesse. Und deswegen ist die Stammdatenpflege auch ein sehr wichtiges und nicht zu vernachlässiges To-Do im SAP. Wir haben verschiedene Arten von Stammdaten, beispielsweise die Geschäftspartnerstammdaten. Darunter zählen jetzt auch für die in unserem Prozess relevanten Lieferanten, also die Kreditorenstammdaten. Es gibt aber noch weitere Geschäftspartnerstammdaten, zum Beispiel auch die Kunden, das wären dann die Debitoren. Für uns relevant sind jetzt aber halt nur die Lieferanten. Wir haben weitergehend noch die Materialstammdaten. Dort sind halt alle Informationen zu einem Material eben gespeichert. Also es gibt eine eindeutige Materialbezeichnung. Dann haben wir noch einen Materialnamen. Wir haben solche Sachen wie Gewicht, Mengeneinheiten, Volumen dort drinne stehen. Genau, und die Einkaufsinfosätze, die sind auch sehr relevant. Das könnt ihr euch vorstellen wie die Verknüpfung des Materials zu einem Lieferanten. Also da sind dort Sachen wie Konditionen gepflegt. Das werden wir gleich im Live-System aber auch nochmal sehen. Dann hat unser Beschaffungsprozess verschiedene Unterprozesse. In der Regel startet so eine Beschaffung mit einer Bestellanforderung. Also wir gehen nicht direkt in die Bestellung, sondern es gibt die Bestellanforderung, die ja im Grunde genommen nichts anderes ist als eine Anforderung zu einer Bestellung. Das heißt, derjenige, der die erstellt, hat selber keine Rechte, einen Einkauf zu tätigen, sondern weist den Einkauf halt damit an, hier ist Materialbedarf, bitte bestell mir das doch mal. Dann gibt es die Bestellung. Die Bestellung wird eben im SAP erstellt und daraufhin wird der Lieferant benachrichtigt. Der verschickt dann unsere Ware und wir verbuchen im nächsten Schritt, wenn die Ware dann bei uns angekommen ist, den Wareneingang. Anschließend gibt es natürlich noch Folgeprozesse wie den Rechnungseingang und die Zahlung an den Lieferanten. Also wir müssen die erhaltene Ware natürlich auch bezahlen. Das sind aber FI-Tätigkeiten, also für die Finance. Und die werden wir jetzt heute in diesem Rahmen erstmal ausklammern und nicht betrachten, da sie eben in einen anderen Bereich fallen und wir jetzt nur die reinen Logistikprozesse hier einmal darstellen möchten. Dann habe ich jetzt einmal den Beschaffungsprozess für euch einmal in vereinfachter Form grafisch dargestellt. Wir haben jetzt hier
drei Rollen, die hier beteiligt sind. Das ist einmal der Anforderer, wir haben den Einkäufer und wir haben den Lageristen. Der Anforderer kann jetzt zum Beispiel in der Produktion sitzen und der hat eben den Materialbedarf. Das kann eine Person sein, die das händisch eintippt. Es kann aber auch im Zuge eines Fertigungsprozesses automatisch ein Materialbedarf gemeldet werden. Dieser Materialbedarf wird eben in eine Bestellanforderung verpackt. Die Bestellanforderung wird im SAP erstellt und eben an den Einkäufer weitergeleitet. Der Einkäufer macht aus dieser Bestellanforderung dann eine Bestellung. Mit dieser Bestellung wird dann eine Nachricht erstellt, die auch wieder eine Bestellung ist. Und diese Nachricht, das ist einfach das Dokument quasi, was an unseren Lieferanten geschickt wird. Also das kann in verschiedenen Formen passieren. Einmal einfach digital als iDoc, als Fax oder auch als E-Mail oder sogar als ausgedrucktes Dokument, was dann per Post verschickt werden kann. Also es gibt da sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das eben einstellt. Das sind dann eben Einstellungen, die im Customizing vorgenommen werden. Aber wieder zurück zu unserer Bestellung. Ist diese vom Lieferanten verschickt und bei uns angekommen, dann bucht der Lagerist eben den Wareneingang. Anschließend an den Wareneingang haben wir noch weitere Prozesse, wie zum Beispiel die Warenannahme und die Ein- und Umlagerung. Die sind für uns jetzt aber auch nicht primär relevant, das wären dann warehouse-technische Elemente, also WM-Elemente. Ja, dann kommen wir tatsächlich jetzt schon direkt zu unserer Demo. Dafür öffnen wir einmal unser SAP. Das sieht folgendermaßen aus. Wir haben jetzt hier, wie vorhin vom Andreas schon gezeigt, auf der linken Seite unseren Material, unseren Stammbaum, genau, indem wir die verschiedenen Transaktionen haben. Ich kann mir hier oben auch Favoriten anlegen, wo hier zum Beispiel häufig genutzte Sachen drin sind, wo hier Material anlegen, Infosatz hinzufügen, solche Sachen, die kann ich mir in die Favoriten legen. Das sind Transaktionen, die ich beispielsweise die ich häufig benutze, aber wo ich die Transaktionscodes jetzt zum Beispiel nicht auswendig weiß, weil ich sie nicht so häufig benutze. Dann bei mir ist auch dieser Navigationsbaum hier sehr voll. Das liegt auch daran, dass ich eben die Sub-All-Rechte habe. Wie der Andreas vorhin schon gesagt hat, werden im realen Betrieb für die jeweiligen Benutzer nur die Elemente angezeigt, die sie selbst auch benötigen. Das heißt, zum Beispiel im Einkauf hätte jetzt nur jemand hier den Baum Logistik und Materialwirtschaft und Einkauf. So, wir wollen jetzt aber Material bestellen. Um Material zu bestellen, macht es erstmal Sinn, um zu gucken, haben wir davon überhaupt schon was. Dazu gehe ich jetzt einmal in die Bestandsübersicht. Ich navigiere mich durch meinen Baum. Ich mache das hier einmal in die Logistik. Wir gehen in die Materialwirtschaft. Wir gehen in die Bestandsführung. Wir gehen unter Umfeld und wir gehen in den Bestand und sehen hier die Bestandsübersicht. Wir haben hier den Transaktionscode MMBE. Ich kann mich jetzt also entscheiden, ob ich hier mit dem Doppelklick draufklicke und in meine Bestandsübersicht komme oder ob ich hier oben in das Transaktionsmenü einfach die MMBE eingebe und komme dann in die gleiche Maske. Jetzt schauen wir uns einmal unser Material an. Das ist in unserem Fall HB01, ist die Bezeichnung. Das sind jetzt einfach Hilfs- und Betriebsstoffe, die wir einbuchen wollen. Jetzt müssen wir noch unser Werk eingeben. Das ist in unserem Fall die 1010. Und dann gehen wir hier aufs Ausführen und sehen, wir haben von unserem Material HB01 im Werk 1010 im Lager 101B ein Stück von diesem Material. Hier haben wir tatsächlich noch einen Bestellbestand von 10. Das heißt, es sind schon eine offene Bestellung von 10 Stück. Wir wollen aber jetzt noch weitere bestellen.
Das heißt, wir gehen hier aus der Transaktion wieder raus und legen eine Bestellanforderung an, die ich eben angesprochen hatte. Das heißt, wir gehen hier wieder raus, gehen Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf und BANF. Das ist die Abkürzung für Bestellanforderung. Ihr werdet feststellen, im SAP arbeitet man sehr, sehr viel mit Abkürzungen. SAP ist schon kompliziert genug. Da kürzt man Sachen gerne ab. So, jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine Bestellanforderung anzulegen, zu ändern oder anzuzeigen. Wir wollen sie eben anlegen. Das heißt, ich öffne die Transaktion, komme in diese Maske und habe jetzt hier oben, ihr seht, Bestellanforderung. Hier wollen wir Bestellanforderung anlegen. Ich habe jetzt hier noch die Möglichkeit, eine Notiz einzugeben. Das wollen wir jetzt einfach nicht. Wir wollen jetzt einfach nur HB1 eingeben, hier bei Material. Bestätigen das mit Enter und werden dann hier unten, seht ihr das, aufgefordert, wir müssen noch bitte das Werk eingeben. Also wir wollen jetzt, werden vom SAP automatisch angewiesen, gib doch bitte das Werk ein, für das du das bestellen möchtest. Das ist jetzt wieder das 1010er. Ich bestätige das mit Enter und wir sehen jetzt hier, werden automatisch die Daten ergänzt. Also wir haben jetzt zu unserem Material den Kurztext, also die Materialbezeichnung. Hier wurde automatisch die Warengruppe gezogen mit den Rohstoffen. Und wir müssen jetzt nur noch die Menge eingeben. Wir wollen jetzt einfach mal 20 Stück davon bestellen. Und das war es auch. Jetzt sind hier alle Meldungen erloschen. Das heißt, SAP gibt uns grünes Licht. Und wir können diese Bestellanforderungen jetzt einbuchen. Dazu müssen wir die einfach hier oben auf Sichern gehen und speichern. So. Dann kommt hier unten eine Meldung, die Bestellanforderung wurde unter der Nummer 001-000028 hinzugefügt. Die Nummer kann man sich jetzt einmal markieren und kopieren. Es macht immer Sinn, sich diese Belegnummern eben zu merken, wenn man damit weiterarbeiten möchte. Dann findet man sie schneller wieder und muss nicht danach suchen. Ich kann das jetzt aber einfach auch schließen. Gehe hier aus meiner Maske der Bestellanforderung wieder raus. Denn der nächste Schritt im Prozess ist eben die Bestellung. Das heißt, ich gehe hier wieder Logistik, Materialwirtschaft, Einkauf in die Bestellung und habe hier unter Anlegen jetzt auch wieder verschiedene Möglichkeiten. In unserem Fall ist jetzt einfach der Lieferant und das Lieferwerk bekannt. Das heißt, wir nehmen hier diese Transaktion unter Anlegen ME21N, führen die aus und kommen dann in die Maske Bestellung anlegen. Hier geben wir jetzt unseren Lieferanten an. Das ist in unserem Fall, Entschuldigung, wir machen einmal die Belegübersicht an. Wir wollen ja über die BANF bestellen. Hier ist die Bestellanforderung, die wir eben erstellt haben. Wir können die einmal öffnen und kommen hier wieder in unsere Bestellanforderung mit 20 Stück. Das ist die, die wir eben angelegt haben. Jetzt gehe ich hier wieder raus, wieder in die Bestellung anlegen, nehme meine Bestellanforderung und ziehe die hier oben in den Warenkorb. Jetzt wird automatisch eben hier mein Material aus der Bestellanforderung in meine Bestellung übernommen. Jetzt muss ich noch eine Einkaufsorganisation angeben. Das wäre in unserem Fall die 1010. Die Einkäufergruppe hat es jetzt hier schon automatisch übernommen, die 002 und den Buchungskreis 1010, der ist jetzt auch schon automatisch drin. Jetzt müssen wir nur noch unseren Lieferanten eingeben. Das ist in unserem Fall mal der 103-00001 und das ist der Inlandslieferant DE1. So, jetzt haben wir hier automatisch auch schon Preise und der Lieferant ist angegeben, das Material ist angegeben, die Bestellmenge ist angegeben, Einkaufsorganisation, Einkäufergruppe und Buchungskreis stimmt auch alles. Alle Daten sind geprüft. Wir können einfach die Bestellung sichern. So, und jetzt wurde die Bestellung unter dieser Nummer angelegt. Die markiere ich mir auch wieder und lege sie mal in die Zwischenablage. So, jetzt kann ich aus der Bestellung wieder rausgehen. Eine Sache kann ich euch jetzt noch kurz zeigen, bevor wir in die Wareneinbuchung springen. Und zwar, das hat man jetzt über die Bestellanforderungen und in die Bestellungen übernehmen nicht so gut sehen können. Deswegen lege ich jetzt einfach einmal eine neue Bestellung an
Und nehmen wir nochmal mein Material HW01. Und so, gebe meine Einkaufsorganisation an. Die Einkäufergruppe. Ups, das war eine Null zu viel. Entschuldigung. So, und meinen Lieferanten. So, wenn ich jetzt hier in meinem Material noch ein Werk, muss ich noch ein Werk eingeben. Ich möchte jetzt, dass ihr kurz mal euch den Nettopreis hier anguckt. Hier stehen 1,50 € und das ist aktuell hier unten in den Konditionen kann man das sehen, der PM0, der Bruttopreis manuell, der liegt bei 1,50 €, weil ich tatsächlich beim letzten Mal, als ich das Material händisch bestellt habe, 1,50 € als Bestellpreis manuell eingegeben habe und SAP hat sich das gemerkt. Wenn ich jetzt noch mein Werk so ergänze und die Daten hier komplettiere, seht ihr gleich bei dem Nettopreis, der springt um auf 1 €. Warum ist das so? Wir haben jetzt hier unten auch einen anderen Preis, die PPR0, den Standard-Bruttopreis mit 1 €. SAP hat jetzt sich im Hintergrund automatisch aus dem Einkaufsinfosatz den entsprechenden Preis gezogen. Und den kann ich euch einmal kurz zeigen. Dafür brauchen wir den Beleg jetzt nicht speichern. Gehen wir hier wieder raus. Der Einkaufsinfosatz hätte die Transaktion ME13. Wir würden den aber auch unter der Logistik, der Materialwirtschaft, im Einkauf unter den Stammdaten finden. Und zwar Stammdaten, Infosatz. Und wir können jetzt hier wieder wählen, ob wir den Infosatz anlegen möchten, ob wir ihn ändern möchten oder wir ihn anzeigen möchten. Wir wollen ihn uns jetzt einfach mal angucken. Wir gehen jetzt in die ME13, anzeigen. Und weil wir jetzt eben mit unserem Material und dem Lieferanten gearbeitet haben, hat SAP das jetzt hier auch schon automatisch übernommen. Wir haben jetzt hier unseren Lieferanten 10300001, den von eben, unser Material HB01. Wir ergänzen jetzt nochmal die Einkaufsorganisation und geben hier auch wieder die 1010 an. Und führen das aus und sehen hier unseren Einkaufsinfosatz. Wie gesagt, das ist die Verknüpfung zwischen dem Material und dem Lieferanten. Also wir haben hier unseren Lieferanten, hier unser Material und wir können jetzt hier in diesem Einkaufsinfosatz Sachen angeben, wie zum Beispiel Mahnverfahren. Hier haben wir jetzt kein Mahnverfahren eingestellt, aber man kann hier auch Sachen pflegen wie die Preise. Also unter Einkaufsorganisationsdaten sehen wir jetzt hier unten zum Beispiel den vorhin eingegebenen Nettopreis von 1 €. Aber auch Lieferzeiten und die standardmäßige Einkäufergruppe können hier hinterlegt werden oder die Normalmenge, was normalerweise eben halt ja, bestellt wird. Auch Gültigkeitsdaten sind hier zu hinterlegen. Das heißt, ist der Infosatz nur für einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel bei einem Angebot gültig, kann man das hier hinterlegen. Und wenn man hier eben den Preis eingibt von 1 € beim Erstellen, jetzt sind wir natürlich beim Anzeigen und können das hier nicht ändern, wird automatisch eben halt auch eine Kondition gepflegt. Hier seht ihr die PPR0, den Standardbruttopreis von 1. So, nun aber genug zu den Einkaufsinfosätzen. Wir möchten wieder zurück in unseren Prozess. Wir haben jetzt die Bestellanforderung erledigt, wir haben die Bestellung gemacht. In der Zwischenzeit hat unser Lieferant eben die Ware, die Bestellung erhalten, hat die Ware versendet und die ist jetzt per Expresslieferung quasi bei uns eingegangen. Und wir wollen jetzt den Wareneingang buchen. Dafür gehen wir unter wieder Logistik in die Materialwirtschaft. Aber wir bewegen uns jetzt nicht mehr im Einkauf, sondern in der Bestandsführung, weil eingekauft haben wir es. Jetzt wollen wir eben den Bestand ändern. Und gehen unter Bestandsführung in die Warenbewegung. Hier seht ihr wieder verschiedene Transaktionen, vor allem die MIGO. Und die MIGO ist ein sehr mächtiges Tool in SAP, worin einfach alle möglichen Arten von Warenbewegungen erstellt werden können. Unter anderem auch der Wareneingang zur Bestellung. Und das ist genau das, was wir machen möchten. Also nehme ich diese Transaktion, MIGO GR, Wareneingang zur Bestellung, führe die aus.
und kommen hier in folgender Maske. Hier haben wir den Wareneingang und die Bestellung. Und hier müssen wir jetzt die Bestellnummer eingeben, die wir vorhin angelegt haben. Die habe ich markiert und in der Zwischenablage gehabt und kann sie jetzt hier einfach einfügen. Und wenn ich das mit Enter bestätige, seht ihr hier, haben wir unser Material, Hilfs- und Betriebsstoffe 01 und unsere Menge 20 Stück. Wir wollen das in dem Lagerort ST, also dem Standard Storage 2, einlagern. Und wir haben jetzt hier noch die Möglichkeit, eben einen Lieferschein anzugeben. Das ist eben halt der Lieferschein des Lieferanten, damit eben die Buchung wieder sauber zugeordnet werden kann. Geben wir jetzt einfach mal ein Uni 001 und das wäre jetzt einfach unsere Lieferscheinnummer. Und jetzt müssen wir die Menge hier noch mit OK bestätigen. Das heißt, die Ware ist bei uns eingegangen, es sind auch wirklich 20 Stück. Mit der Lieferung ist alles in Ordnung. Wir bestätigen sie hier mit OK. Wir haben darüber noch die Möglichkeit, hier drüben in der Bestandsart den Bestand auf verschiedene Arten einzubuchen. Wir können das einmal unter frei verwendbar machen. Das heißt, mit der Ware ist alles okay. Sie ist direkt verwendbar für Folgeprozesse. Wir können aber auch sagen, die Ware war beschädigt. Wir sperren die jetzt. Dann ist sie eben nicht verwendbar. Oder die Ware muss einfach nochmal einer Qualitätsprüfung unterlaufen. Dann können wir das auch hier einstellen. Wir sagen aber, die Ware ist okay. Sie ist frei verwendbar und soll direkt weiterverarbeitet werden können. Genau. Und können dann jetzt unseren Warenbewegung einfach auch wieder sichern. Dann erhalten wir eine Meldung, dass ein Materialbeleg erstellt wurde. Das heißt, jede Bewegung, jede Aktion, die im SAP getätigt wird, jeder Prozess hat immer auch einen Beleg zur Folge. Es wird bei jeder Transaktion, bei jeder Bewegung ein Beleg erstellt. Und hier ist es jetzt eben der Materialbeleg. Jetzt sollten wir einfach nochmal überprüfen, ob unser Material auch wirklich eingegangen ist. Das heißt, wir gehen wieder in die Bestandsübersicht, in die MMBE. Ich mache das jetzt einfach mal nicht über das Menü, sondern hier oben über den Transaktionscode. Gebe die MMBE ein. Habe hier wieder unser Material HB01, das Werk 1010. Gehe auf Ausführen und sehe, unser Bestand ist von 1 jetzt auf 20 gestiegen. Das heißt, wir haben erfolgreich unser Material eingekauft und auch eingebucht. Ja, das wäre es tatsächlich von meiner Seite aus mit der Demonstration. Gibt es denn an dieser Stelle irgendwelche Fragen, die ich euch beantworten kann hierzu? Okay. Wenn dem nicht so ist, übergebe ich wieder gerne an dich, Andreas. Gerne, vielen Dank, Marvin, für die super Einführung. Ich glaube, die Leute haben jetzt mal so ein ganz kleines bisschen gesehen, was es denn heißt, wenn man sagt, okay, ich gebe das jetzt irgendwie in einem SAP-System ein. Ja, also, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, ganz, ganz kleiner Ausschnitt von diesem SAP-System. Aber ja, du habt dann wenigstens mal einen kleinen Einblick bekommen und könnt jetzt mitreden. Gut, das sind die Folien von dem Marvin, die sind natürlich auch in der Präsentation. Und wir gehen weiter zu SAP Fiori. Ich hatte ja ein paar Slides davor schon mal sozusagen ja, diesen klassischen Teil, also den ihr jetzt auch bei dem Marvin gesehen habt, den hatte ich ja erläutert und bin auch schon mal ganz kurz auf SAP Fiori eingegangen, beziehungsweise auf dieses neue Format. Oder diese neue Art der Darstellung, die SAP eingeführt hat. Und hier jetzt mal ein paar Details dazu, um was bei SAP Fiori überhaupt geht. Und ihr seht hier schon, okay, es geht vor allem natürlich darum, ja, plattformübergreifend einmal diese Anwendung zu entwickeln, um sie dann eben auf allen Devices dann eben mehr oder weniger gleichermaßen abspielen zu können. Das ist so der wesentliche Knackpunkt an der Geschichte. Und es ist eben eine Webanwendung. SAP Fiori hat auch schon eine relativ lange Geschichte, dafür, dass wir jetzt schon 2021 haben. 2013 wurde das Ganze eingeführt als sozusagen Sammlung von Apps. Mehr war das damals noch nicht. 2016 dann das erste Mal unter dem Namen SAP Fiori in der Version 2.0.
Dort auch schon mit der Basis SAP UI5. Was SAP UI5 ist, kommen wir dann gleich noch drauf. Und insbesondere wurde zu dieser Zeit auch schon der Fokus sehr, sehr stark auf den Anwender und insbesondere auf das UX gelegt, was sozusagen auch der Kern von Fiori ist. 2019, das ist noch gar nicht so lange her, wurde SAP Fiori 3, das ist die aktuelle, ich würde mal sagen, Spezifikation, Version würde ich gar nicht sagen, sondern die aktuelle Spezifikation von Fiori zusammen mit genau dem SAP-System, was ihr jetzt gerade bei dem Marvin gesehen habt, also SAP S/4HANA in der Version 1909 eingeführt. Und warum man das gemacht hat, also im Prinzip ist es so, dass man ein möglichst einheitliches Design eben über diese ganze SAP-Produktpalette und auch systemübergreifend haben möchte. Dafür hat man sich ein sogenanntes SAP Fiori Design System überlegt, welches jetzt erstmal ganz unabhängig von irgendwelchen Technologieplattformen ist. Ja, das sagt jetzt auch nicht, in welcher Programmiersprache das programmiert wird. Also es handelt sich, wenn wir hier drüber sprechen, nicht um ein Framework, was ihr euch irgendwie runterladen könnt, auf eurem Rechner installieren könnt und dagegen coden könnt, sondern im Grunde genommen ist es eigentlich nur ja, eine Reihe von Best Practices, Dokumentation, Spezifikation, wenn man um eine App dann eben auf Basis des SAP Fiori Standards entwickeln zu können. Und ich möchte jetzt gar nicht auf jedes Detail hier eingehen, das wäre ein kleines bisschen zu viel, aber ihr seht eben, welche Building Blocks sozusagen hier eine Rolle spielen. Da geht es um Layout, um Farben auch ein Stück weit, Schriftarten, Schriftgrößen und all diese Sachen. Das sind alles diese Designrichtlinien, die bei SAP Fiori eine Rolle spielen. Für diejenigen von euch, die das weiter interessiert, können hier mal unter experience.sap.com, das ist sozusagen die Hauptseite von SAP Fiori, da kann man sich mal so ein bisschen durchklicken. Wir gucken auch gleich mal rein, um mal ein Beispiel uns anzuschauen. Die Seite ist wirklich gut gemacht, finde ich. Mir ist tatsächlich aber aufgefallen, dass Sie diesen Screenshot hier mal wieder aktualisieren könnten. Der ist zwar von letztem Jahr, ist aber so immer noch online. Und zwar ein Detail: Wir haben hier zum Beispiel hier bei den Web Technologies, haben wir hier so eine Kachel, die nennt sich Web-IDE. Die gibt es so eigentlich nicht mehr. Ja, also der Nachfolger von der Web-IDE ist das Business Application Studio, mit dem ihr dann noch arbeiten werdet. Das heißt, da könnte man einfach mal ein bisschen was aktualisieren. So, dieser zentrale Einsprungpunkt ist im Grunde genommen das sogenannte Fiori Launchpad. Dieses Fiori Launchpad, also wenn ich in meiner Firma so ein SAP-System installiere und was mindestens Version 1909 ist, alles andere ist dann tatsächlich schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig, also mit 1909 wurde das eingeführt, kann ich dann eben auf das Fiori Launchpad zugreifen. Ist wie gesagt eine Webanwendung und erstmal äußert sich das so, dass ich quasi hier, wie man das von vielen anderen Anwendungen ja auch kennt, im Grunde genommen so eine Art Dashboard habe, die nennen das eben Launchpad, ein Dashboard habe, wo ich ja so verschiedene Kacheln, in dem Fall sind das Apps, drauf habe, mit denen ich eben interagieren kann. So, und jetzt gibt es verschiedene Arten von Kacheln. Wir sehen hier, okay, dieses erste hier, das ist einfach, da steht auf der Kachel My Sales Overview. Und wenn ich da drauf drücken würde, dann startet es quasi die Applikation My Sales Overview. Das ist so die einfachste Kachel, die man sich so überlegen kann. Bei dieser Kachel, da werden schon Daten aus der eigentlichen Anwendung angezeigt. Das heißt, hier geht es um meine Aufgaben oder meine Tasks. Und hier sieht man, okay, ein von diesen Kennwerten wird hier schon direkt auf der Kachel angezeigt, also 13. Ja, und da gibt es eben noch Kacheln, die könnten wie Bilder anzeigen, zusammen mit irgendwelchen anderen Informationen. Und so richtig advanced sind dann quasi so diese Kacheln, wo dann auf der Kachel selbst tatsächlich auch schon Diagramme eingezeigt werden. Und eben weitergehende Informationen. Aber letztendlich ist es so, ich kann da immer draufklicken und komme dann eben in die Applikation rein. Das andere, was ihr hier seht, ist ja, diese Tabs, die ihr hier oben seht. Das sind letztendlich nur die Einsprungpunkte für verschiedene Abschnitte auf der Seite. Also für diejenigen von euch, die so ein bisschen mit HTML was anfangen können, das sind einfach nur Anchors, wenn man so möchte. Da sieht man hier diese Sales Orders, das ist quasi das hier. Sales Commissions and Incentives, das ist dann das hier unten. Das heißt, wenn ich hier oben draufklicken würde, dann scrollt der Screen halt einfach an die entsprechende Stelle. Aber das ist eben auch ein Standard sozusagen, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt verschiedene Abschnitte in meinem Launchpad habe, verschiedene Gruppen,
Dann sollen die untereinander dargestellt werden und für jede Gruppe soll es bitte hier oben einen Eintrag geben. Ja, das ist ein Teil der Designrichtlinie. Des Weiteren hier oben diesen Header hier, der ist auch immer gleich aufgebaut. Da hat man hier oben, sozusagen ja, so ein Schnellwahlmenü, wenn man so möchte. Hier oben kann man, auf der rechten Seite kann man suchen, hier gibt es Notifications und ansonsten natürlich sein eigenes Profil, wo man dann eben Einstellungen tätigen kann. Das sind auch Sachen, die werden eben von den Fiori Design Richtlinien vorgegeben. Wenn man da erstmal so ein ganz kleines bisschen tiefer reinguckt, dann kommt man als erstes sozusagen auf ja, das Layout, wenn man so möchte, von Fiori. Ja, also wir haben ja hier an der Stelle, das ist sozusagen die Visualisierung für so ein Launchpad. Ja. Und wenn ich jetzt auf irgendeins von diesen Kacheln draufdrücke, dann komme ich zu der Anwendung. Und wie die Anwendung dann aussieht, da habe ich im Prinzip rein technisch gesehen zwar die freie Hand, ja, also ich kann mit SAP UI5, das ist letztendlich die JavaScript-Bibliothek, mit der ich diese grafischen Benutzeroberflächen baue, da kann ich machen, was ich will. Ja, also technisch hält mich jetzt erstmal keiner davon ab, da irgendwas zu machen. Aber wenn ich möchte, dass meine App den Fiori Design Richtlinien entspricht, einfach weil sie sich dann eben gut in das andere Gesamtbild einfügt und sich dann vermutlich auch gut von meiner zukünftigen Zielgruppe bedienen lässt, dann sollte ich mich hier dran halten. So, und was man halt hier zum Beispiel hat, ist so auf oberster Ebene, die sind die sogenannten Floorplans, also im Prinzip sind das eigentlich nur vorgefertigte Layouts, wenn man so möchte. Da fangen wir hier auf der linken Seite sozusagen mit so einem Fullscreen-Layout an. Und dann gibt es so eine Art spaltenbasiertes Layout. Das hier kennt man ziemlich häufig als sozusagen so Master-Slave-Ansicht. Wording muss man aufpassen, habe ich gelernt. Also ja, mir fällt tatsächlich kein anderes Wording ein. Also hier kann man zum Beispiel irgendwelche Produkte auflisten. Und wenn man dann auf so ein Produkt draufklickt, dann kriegt man dann eben die Details von dem Produkt. Das gleiche gibt es dann eben auch noch mit dem Dreispalten-Layout. Also je nachdem, was man eben für Daten anzeigen möchte, kann man sich den entsprechenden Floorplan dann eben aussuchen. So eins von oder einer von diesen Floorplans ist jetzt hier mal die Worklist. Und da würde ich sagen, gucken wir doch einfach mal direkt in die ja, Fiori Design Guidelines rein, damit ihr mal seht, wie das Ganze denn aussieht. Ich blende mich mal aus und ich möchte euch das nur mal kurz zeigen. Ihr könnt dann selber einfach mal hier auf experience.sack.com gehen. Die Seite ist tatsächlich, würde man so vielleicht gar nicht erwarten, relativ modern und meiner Ansicht nach auch sehr gut. Ja, also man kann da so von oben nach unten geht es quasi immer weiter ins Detail. Und hier haben wir jetzt beispielsweise diesen Abschnitt Layouts and Floorplans. Und kann man sich erstmal allgemeine Informationen holen. Das ist eben all das, was ich euch gerade schon erklärt habe. Da wird erstmal erklärt, okay, ne, da hat man jetzt verschiedene Bereiche innerhalb von so einer Seite. Da wird ganz genau erklärt, für was jeder Bereich ist. Und das finde ich besonders spannend, das ist auch der Grund, warum ich euch das hier zeige. Dort wird eben auch gesagt, wofür es nicht ist. Ja? Wenn ich jetzt hier mal so ein Beispiel Floorplan aufmache, hier die Worklist beispielsweise, bekomme ich hier erstmal ein Intro, Beispiele, wie das Ganze aussieht, auch in verschiedenen Flavors sozusagen. Das ist so das Einfachste, also Simple Worklist. Dann habe ich das Gleiche nochmal mit Tabs sozusagen. Ja, also wenn ich jetzt hier verschiedene Kategorien von Einträgen habe und dann hier nochmal mit einer speziellen KPI. Und das hier ist zum Beispiel sehr spannend. Also wann soll ich das Ganze benutzen, aber eben auch, wann soll ich es nicht benutzen? Und sie sagen nicht nur, wann ich es nicht benutzen soll, sondern häufig ist es so, dass sie dann eben auch sagen, okay, wenn du Folgendes hast, dann benutze bitte nicht den Worklist-Floorplan, sondern benutze bitte beispielsweise den List-Report-Floorplan. Ja, und dann kann man da eben draufklicken und dann guckt man sich das hier an. Der Grund ist einfach, okay, die wollen sicherstellen, dass wenn du eine bestimmte Art von Daten repräsentieren willst, dass das alle App-Entwickler gleich machen. Einfach damit die Leute aus UX-Sicht sich nicht immer an irgendwelche neuen Dinge eben gewöhnen müssen. Also guck da gerne mal rein. So, wie gesagt, ist es so, dass Fiori selbst ist jetzt keine Bibliothek. Ja, also ihr könnt euch das nicht runterladen und auf eurem Rechner installieren und dagegen programmieren. Dafür verwendet ihr SAP UI5. Steht für User Interface for HTML5.
Und ist im Prinzip nichts anderes als ein normales JavaScript-Framework, ja, also so wie ihr das vielleicht auch von Angular, React oder was man halt heute so verbindet, wie man das von da kennt. Aber dieses Framework ist sozusagen in dem Sinne speziell, dass es eben diese Fiori-Design-Richtlinien umsetzt. Ja, also ich kann da eben sehr einfach sagen, ich möchte jetzt gerne folgendes Layout haben, ich möchte gerne folgende Elemente haben, und dann kann ich mir relativ sicher sein, dass das schon mal, naja, zumindest so ähnlich aussieht wie das, was in den Fiori-Design-Richtlinien drinsteht. In der Tat ist es aber so, dass SAP UI 5 erstmal ganz unabhängig von Fiori und insbesondere auch unabhängig von SAP ist. Also da es sich einfach nur um eine JavaScript-Bibliothek handelt, kann ich das im Prinzip in jedem beliebigen Projekt einsetzen. Und in der Tat wird das auch gemacht. Also es gibt eine ganze Reihe von Non-SAP-Projekten, also die auch nie irgendwie mit SAP-Produkten interagieren wollen, die aber dann als grafische Benutzeroberfläche eben statt React SAP UI 5 nehmen. Die Alternative dazu ist das OpenUI 5, ist quasi so das Open-Source-Äquivalent, wenn man so möchte. Der Feature-Umfang im Vergleich zu dem SAP, zu der SAP-basierten Version, die ist fast deckungsgleich. Insbesondere neue Dinge und Bugfixes bekomme ich bei OpenUI 5 schneller. Liegt einfach daran, dass es Open-Source ist. Ich das rein theoretisch auch selber einfach da reinhacken kann, wenn ich das möchte. Aber eben auch von anderen dann einfach gemacht wird. Die Kehrseite der Medaille ist ein Stück weit dadurch, dass da eben die Entwicklung ein kleines Stückchen schneller vorangeht, potenziell auch Bugs drin sind, ja, habe ich auf der anderen Seite eben keine Garantie auf eben diese Bugfix. Das heißt, wenn ich da irgendeinen Bug in dieser OpenUI5-Version habe, so, dann habe ich die da oder habe ich den da, und da kann ich eben nicht wie normalerweise bei SAP anrufen und sagen, hier, ich habe da einen Bug in einer UI5-Anwendung, die auf eben SAP UI5 zurückzuführen ist. Und ich möchte jetzt bitte, dass ihr das schnellstmöglichst behebt, was ich bei SAP UI 5 tatsächlich machen kann. Weil dafür zahlt man insbesondere, wenn man natürlich diese SAP ERP-Lizenzen hat, dafür zahlt man ja Geld. Genau. So, kommen wir doch mal so ein ganz kleines bisschen zu der Entwicklungsumgebung. Also für diejenigen von euch, die normalerweise dann eher mit anderen Programmiersprachen unterwegs sind, also wie beispielsweise Java oder TypeScript, JavaScript oder was auch immer, was ihr so nehmt. Ihr habt in der Regel ja Desktop-Applikationen oder beziehungsweise Desktop-IDEs. Ja? Also ihr nutzt dann WebStorm, Eclipse, was weiß ich nicht, irgendein Editor auf eurem Rechner. Tatsächlich geht es schon seit einiger Zeit, ich würde fast sagen seit ein paar Jahren, ein bisschen mehr in diese Richtung, ich versuche das alles ins Web zu bringen. Und einer von diesen Vertretern ist eben das Business Application Studio. Warum sollte ich das machen? Der Vorteil ist, wenn ich eine IDE im Web habe, ich brauche sie nicht installieren. Ja, das heißt, ich brauche nichts runterladen, ich kann sie einfach starten. Und ein großer weiterer Vorteil, wenn ich die IDE im Web habe und insbesondere dann eben auch alle Libraries, also alles, was ich an Drittherstellerbibliotheken und auch als Laufzeitumgebung für die Entwicklung von meinem Projekt brauche, wenn ich das alles online habe, statt auf meinem Rechner, dann kann ich dann eben diese Umgebung auch viel leichter wieder neu aufsetzen. Ich kann sie viel leichter teilen. Und das wird bei SAP in der Business Technology Plattform, das ist sozusagen die Cloud-Umgebung, ein bisschen vereinfacht dargestellt, wird im Rahmen von DevSpaces gemacht. Das heißt, DevSpaces kann man sich vorstellen, das sind sozusagen so virtuelle Maschinen, mehr oder weniger, die eben für einen speziellen Anwendungszweck, ja, also ich möchte jetzt irgendwie eine Anwendung mit dieser und dieser Technologie bauen, für diesen speziellen Anwendungszweck einfach hochgefahren werden, dynamisch hochgefahren werden, dann kann ich damit arbeiten, kann sie teilen und kann sie dann eben auch wieder runterfahren und wegschmeißen. Das Schöne an diesen DevSpaces, und das ist der gleiche Vorteil wie bei virtuellen Maschinen eben auch, diese DevSpaces an sich sind voneinander isoliert. Da habe ich also diese ganzen Probleme, die wir bei dieser ganz klassischen Eclipse-Java-Entwicklung, wenn ich da zurückdenke, die man da hat, wenn man sozusagen mit einem Eclipse mehrere Projekte codet, dass ich dann da irgendwie so ein Super-Eclipse habe, wo dann 150 Millionen Plugins drin sind, einfach damit ich meine ganzen Projekte abfrühstücken kann. Das hat man da eben nicht. Ja? Ich habe dann quasi eine Entwicklungsumgebung mit allen Bibliotheken, die ich dann eben für mein Projekt brauche, isoliert in so einem DevSpace.
Und hier auf der rechten Seite sehen wir dann eben mal, wie so ein Business Application Studio, also so eine Web-IDE, dann aussieht. Und wir sehen das gleich auch nochmal live, wenn der Tobi übernimmt. Das Spannende an der Sache, vielleicht noch eins vorweg, diese Web-IDEs, die werden immer besser. Natürlich oder ja, leider sind die eben noch nicht auf dem Standard von so einer Desktop-IDE, also gerade wenn man da jetzt mal so diese Flaggschiffe wie die Produkte von JetBrains nimmt. Auf diesem Stand sind sie leider noch nicht ganz, aber man kann trotzdem damit schon ja, sehr gut arbeiten, muss man sagen. Probiert es einfach mal aus. So, jetzt würde ich sagen, genug Slides. Ich übergebe mal an meinen Kollegen Tobi und da schauen wir mal, ob das jetzt ohne Probleme klappt. Das, was jetzt kommt, ist insbesondere für die Erledigung der Hausaufgaben sehr, sehr wichtig. Das heißt, falls irgendwas mit der Aufnahme schief geht, passt jetzt gut auf. Oder macht Screenshots. Genau, mein Name ist Tobias und ich werde euch heute die Hausaufgabe vorstellen eigentlich. Warum wir halt die Cloud-Umgebung verwenden, hat der Andi ja schon erklärt. Und am Anfang braucht ihr halt einen Account. Dafür haben wir halt hier die Anleitung von der SAP. Ich hoffe mal, jeder von euch kann Englisch. Wer kann Englisch? Hand hoch. Na gut. Ja, einfach per Anleitung einen Account erstellen. Danach folgt das Konfigurieren. Dafür haben wir auch die Anleitung. Die Anleitung werden wir euch halt bereitstellen. Genau, wahrscheinlich dann in der Hausaufgabe einfach. Oder? Genau, die bekommt ihr. Gut, wir wollen eine UR5-Anwendung erstellen. Dafür klicken wir auf den Button hier. Damit starten wir halt das Business Application Studio. Wie Andi schon erwähnt hat, wir bräuchten einen DevSpace. Den erstellen wir hier. Und wir wollen eine Fiori-Anwendung. Dann den Namen. Einfach Live-Demo bei mir. Ihr habt da freie Wahl. Dann erstellen. Nun startet er. Das dauert manchmal länger. Also wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch einen Kaffee holen oder ihr wartet einfach. Ihr könnt auch Fragen stellen, wenn ihr wollt. Hat wer eine Frage? Maximilian? Ja. Fabian? Ja, ich kann hier auch mal erzählen, bei meinem aktuellen Projekt, da verwenden wir die lokale Version, weil der Kunde halt das Thema Datenschutz sehr streng nimmt und ja. Aber ja. Wir haben leider noch keine Einspiele. Genau, das UI5 basiert halt auf dem Model View Controller Pattern. Kennt das jemand von euch? Mal Hand heben. Ja, drei reichen mir. Kann der XML, JavaScript? Vielleicht mal neu laden. Perfekt. Running bedeutet, wir können starten. Anni hat ja schon erwähnt, wir haben euch ein Git eingerichtet. Und wir starten halt, indem wir unser Git hier klonen. Dafür klicken wir auf Clone vom Git. Und nun fragt er uns hier nach der URL. Da kommt die URL rein, die in dem Repo hier. Indem ihr einfach auf Clone und dann Copy. Nun fragt er euch nach dem Git Username.
Das ist der Name, mit dem ihr euch bei uns im Git einloggt. Also der Name hier. Dann das Passwort. Okay, anscheinend falsch. Dann nochmal. Gut, hat geklappt. Dann fragt er euch, ob wir das nur aktuell speichern wollen oder für immer. Wir machen einfach mal nur für heute. Wenn die Nachricht kommt, dann hat alles geklappt. Dann klicken wir auf Open. Und nun sehen wir hier unten, wir haben unser Repo komplett geklont. Nun erstellen wir ein Projekt. Wir machen Start vom Template. Dann wollen wir eine Fiori Application. Dann wollen wir eine Fiori Freestyle Application. Dafür klicken wir hier drauf und dann da. Dann wollen wir eine Master Detail Application. Nun fragt er uns nach der Datenquelle. Ich habe hier uns ein OData-Service erstellt. Da liegen einfach nur die Daten drin. Dafür klicken wir hier drauf. Connect to OData-Service. Und dann die URL. Die habe ich mal vorbereitet. Genau die. Nun fragt er uns nach den Account-Daten. Andi hat euch einen Account erstellt. Den kopiere ich einfach mal. Die Account-Daten. Aber die bekommt ihr halt auch noch per E-Mail oder auch per Hausaufgabe. Wissen Sie? Oder habt ihr schon? Dann Login und weiter. Nun die Object Collection. Das bedeutet einfach nur, welche Daten wir da anzeigen wollen. Wir wollen unsere Kategorien anzeigen. Dann wollen wir die ID als Key und die Object ID auch wieder die ID. Dann den Line Item. Da wollen wir Produkte anzeigen. Also klicken wir da drauf. Dann als Key wieder die ID. Und nochmal die ID. Dann können wir den Namen vergeben. Ich nenne mein Projekt einfach mal BPE Live Demo. Und wichtig, hier den Folder Path. Da wählen wir halt den Path, wo unser Git-Repo liegt. Einfach euer Git-Repo auswählen und open. Ja, und dann finish. Nun erstellt er uns ein Projekt. Hier unten installiert er uns ein paar Abhängigkeiten und das dauert auch manchmal eine Weile. Wenn die Nachricht kommt, dann hat alles geklappt. Wir sehen auch hier, haben wir unser Projekt.
Und wir haben halt ganz leicht schon relativ viel generiert. Wir haben eine schöne Ordnerstruktur. Ja, UI5 basiert auf XML und JavaScript. Wir können gerne mal hier mal reinschauen. Aber XML kann ja recht wenige von euch, aber braucht ihr auch nicht. Unser Projekt starten können wir mit dem Terminal. Dafür gehen wir einfach mal npm start ein. Und der Fehler kommt, wenn wir halt in dem falschen Folder sind. Hier sind wir halt in dem Git-Repo, aber nicht in dem Projekt. Dafür gibt es den cd-Befehl und dann den Projektname. Bei mir bpe-live-demo. Und dann npm. Bei euch kommt dann halt anstatt bpe-live-demo euer Projektordner. Hier fragt ihr uns wieder nach den Account-Daten, also die gleichen wie am Anfang. Nur Testdaten, oder? Ja, gut. Richtig. Eine Bestellung, ein paar Edeka drauf. Wenn ihr Fragen habt, dann einfach Hand hoch. Genau, hier haben wir halt unsere Daten schon. Und nächste Woche werden wir halt die Daten richtig befüllen. Wir haben halt in dem Wizard am Anfang nur die ID ausgewählt. Und später machen wir halt noch den Name und Beschreibung und alles Mögliche. Wenn wir hier sind, können wir mit STRG und C unsere Anwendung abbrechen. Und wenn ihr so weit seid, habt ihr schon mal die Hälfte geschafft. Nun fehlt noch, dass wir unser Projekt in Git pushen, damit Andi euch Punkte geben kann. Dafür öffnen wir ein Terminal und geben ein paar Git-Befehle ein. Wer kann Git? Ja, die meisten. Mit Git Status können wir halt schauen, welche Ordner neu sind. Und wir wollen halt die beiden Ordner in unser Git pushen. Dafür geben wir den Befehl git add Punkt ein und dann git commit minus m und dann die Nachricht. Hausaufgabe 1 oder ich glaube 7, 8, Andi. Ja, das steht auf der Hausaufgabe. Gut. Gut, dann fehlt noch ein Git Push. Genau, solange hier kein Fehler kommt, habt ihr alles richtig gemacht. Also schon mal gut. Wenn wir hier in unserem Git Repo mal auf Aktualisieren klicken, dann sollten wir die Änderung haben. Ich habe hier meinen Commit und hier meinen Ordner. Nun fehlt noch ein Tag, den erstellen wir hier rüber, Repository und dann Tags, New Tag und dann Hausaufgabe 7. Genau, und das war's auch schon. Das war eigentlich die Hausaufgabe. Und hat wer Fragen zu UR5, zu der Ordnerstruktur? Oder wollt ihr Feierabend machen? Noch nicht. Noch nicht. Gut, Andi sagt noch nicht. Alles klar. Danke. Super, vielen Dank. Ich habe jetzt tatsächlich auch gar nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich würde einfach noch mal kurz zusammen mit euch in die Hausaufgabe reingucken. Okay.
Aufgabe 7. Worum geht's? Also im Prinzip geht es bei der Aufgabe eigentlich nur darum, dass ihr das, was der Tobi euch gerade gezeigt hat, einfach nochmal nachmacht. Dazu stellt bitte sicher, dass ihr euch im Git einloggen könnt, falls das nicht geht. Also idealerweise probiert ihr das jetzt spätestens morgen früh, weil wenn dort irgendwas schief geht, sagt uns bitte sehr zeitnah Bescheid. Also idealerweise dann irgendwie bis morgen Mittag oder so, damit wir dann eben vor dem Wochenende noch irgendwas machen können und dann eben das Problem lösen können. Also loggt euch da bitte einfach mal direkt bei gitoctavia.de, loggt ihr euch im Webinterface einfach mal ein. Das hat auch noch nichts mit dem Business Application Studio zu tun, das ist eine Sache von 2 Minuten. So, dann führt bitte die Tutorials aus der Aufgabe durch und implementiert den ersten Teil der Future Market Anwendung. Das ist im Prinzip das, was der Tobi euch gerade gezeigt hat. Und da gehen wir jetzt mal rein und zeigen euch die Aufgabe nochmal. So, und zwar dort. Dann. So, okay. Genau, also am Anfang versucht ihr sozusagen, euch dort einzuloggen. Klont das Projekt bitte mit dieser URL. Ersetzt diese spitze Klammer auf, Matrikelnummer, spitze Klammer zu, einfach durch eure Matrikelnummer. Diese URL findet ihr aber auch, wenn ihr euch bei gitoctavia.de einloggt. Ihr solltet da nur ein Projekt sehen, weil bisher hatte bei euch von euch keiner einen Account bei uns. Das heißt, ihr seht dort nur ein Projekt und diese URL seht ihr dann dort eben auch. Seht zu, das steht zwar hier auch, aber seht zu, dass ihr eben als Protokoll das HTTPS nimmt und nicht irgendwie dieses Git-Protokoll, was man da eben auch noch verwenden kann. Nochmal der Appell, falls es hier zu Problemen kommt, meldet euch bitte schnellstmöglich. So, damit ihr überhaupt mit dem Business Application Studio irgendwas machen könnt, braucht ihr einen SAP-BTP-Account. Glücklicherweise gibt es da die Trial-Version, weil normalerweise sind das alles kostenpflichtige Dienste. Aber da kann man sich einfach eine kostenfreie Trial machen. Tatsächlich genau für diese Zwecke, also insbesondere auch für die Lehre, kann man das einfach machen. Das heißt, macht das bitte. Einen mehr oder weniger großen Haken hat das leider. Ich habe es nicht hingekriegt, es ohne meine Mobilfunknummer zu machen. Das heißt, das braucht man an der Stelle, um eben seinen Account zu verifizieren. Habt ihr das aber gemacht, könnt ihr quasi auf alle Sachen von der BTP zugreifen, also eben nicht nur auf das Business Application Studio, sondern eben auch die ganzen anderen Services, die es dort hat, auch. Und das ist also wirklich eine relativ spannende Möglichkeit, dort mal Einblick zu bekommen, denn diese Tools, die sind alle extrem teuer. Und hier kann man sie eben kostenlos ausprobieren. So, dann hier das Tutorial, wie ihr an das Business Application Studio kommt. Wie man den DevSpace macht, und das ist ja im Prinzip das, wo der Tobi auch eingestiegen ist. Ne? Also die ersten beiden Schritte, die habt ihr in dem Video im Grunde genommen nicht gesehen, sondern er ist quasi direkt in den DevSpace eingestiegen und er hatte auch diese Subscription für das Business Application Studio schon. So, genau, dieses Create an SAP for your app using Business Application Studio, das ist das, was er euch gezeigt hat. Hier ist der Vollständigkeit halber nochmal der Link verlinkt, der quasi zeigt, wie man eine Fiori-App erzeugt. Aber die machen das, glaube ich, auf Basis von einem anderen OData-Service. Und zwar verwenden die da das ES5-System. Das ist so ein Demosystem, was die SAP einem zur Verfügung stellt. Das haben wir letztes Jahr verwendet. Dieses Jahr verwenden wir aber unseren eigenen OData-Service, der bei uns bei der Octavia auf dem S/4HANA-System läuft. Deshalb steht hier, orientiert euch bitte an dem, was der Tobi in der Vorlesung gezeigt hat. Ja? Könnt das im Prinzip 1:1 nachmachen. Hier nochmal die Sachen, damit ihr sie einfach rauskopieren könnt. Ich glaube, viel einfacher geht es nicht. Die Service-URL, den Benutzernamen, das ist ein technischer Benutzer. Das heißt, da hat nicht jeder von euch einen eigenen Benutzer. Es gibt einen technischen Benutzer für diesen OData-Service. Das ist der Benutzername, das ist das Passwort. Und dann haben wir euch hier netterweise sozusagen nochmal die Daten für diesen einen Screen in diesem Wizard, den man da ausführt, den ihr bei Entity Selection auswählen müsst. Abgebildet, damit ihr das dann einfach mehr oder weniger abfinden könnt. Geht diesen Wizard also durch. Stellt bitte sicher, dass sich die Anwendung auch korrekt starten lässt. Ja? Also es wird Punktabzug geben, wenn die Anwendung
eigenverschuldeten Gründen, ja, also wenn unser OData-Service nicht geht, dann könnt ihr da nichts für, aber wenn das eben, wenn das Ding Syntaxfehler hat oder da ist halt irgendein Quatsch drin oder so, dann gibt es Punktabzug, weil das funktioniert einwandfrei. Stellt bitte sicher, dass das funktioniert. Ansonsten Abgabeformat, wie gesagt, stellt sicher, dass ihr es pusht, also nicht nur committet, weil committen ist dann nur in diesem Dev-Space drin. Ihr müsst es pushen, sonst landet es nicht in dem Git bei uns in der Octavia. Und danach, das seht ihr dann aber auch sofort, loggt ihr euch bitte nochmal in dem GitLab ein und taggt es bitte mit Aufgabe 7. Warum? Damit wir bei der Korrektur einfacher den korrekten Check-In-Stand nachkontrollieren können. Wir könnten zwar auch jeden Commit nehmen, der irgendwie vor 14 Uhr liegt am Montag, aber bitte taggt die Version, die ihr sozusagen als offizielle Abgabe einreichen wollt, mit Aufgabe 7. Vielleicht noch zwei Worte zu dieser Sache, die ihr jetzt hier eingetragen habt. Ja, das müsst ihr jetzt ein Stück weit so als gegeben hinnehmen. Wenn man sich ein bisschen mehr mit OData auskennt, dann und vor allem dann auch mit der Service-Spezifikation, also ihr kennt ja den Service gar nicht, den wir da jetzt verwenden, dann wird das ein bisschen einfacher, dann kommt da ein bisschen Licht ins Dunkel. Für diese Aufgabe nehmt das einfach mal als gegeben hin, dass ihr hier irgendwelche Category-Sets habt und irgendwelche Product-Sets. Nehmt das einfach so und tragt das da ein. Seht zu, dass die Anwendung startet und dass ihr da die Dinge eben sieht, so wie der Tobi euch das gezeigt hat. Ja, Abgabedatum wieder Montag, der 13.12., also der kommende Montag bis 14 Uhr, dann Donnerstag, der 16.12. bis 14 Uhr. Und dann hoffe ich mal, dass das alles so wunderbar funktioniert, weil wir natürlich hier von dem einen oder anderen Service tatsächlich auch abhängig sind. Das heißt, wenn dort irgendwas schief geht, bitte sagt uns so früh wie möglich Bescheid, nicht am Montag um 13.30 Uhr. Okay, ich glaube, genau, hier noch ein paar Quellen. Wir haben es soweit. Habt ihr noch Fragen? Gut, wunderbar. Wie gesagt, setzt euch an diese Git-Sache am besten sofort dran. Und dann haben wir es dann für heute auch. Heute mal ein bisschen länger, dafür waren die ersten Sessions ein bisschen kürzer. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Habt ein bisschen was mitgenommen, ein bisschen was gelernt. Und in diesem Sinne würde ich dann sagen, ein schönes Wochenende morgen dann. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Vielen Dank.